Es ist 19 Uhr, liebe Münchnerinnen und Münchner, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Erörterungsveranstaltung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur Eckgartensiedlung. Herzlich willkommen an diesem Abend. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen und uns auf münchenmitdenken.de Gesellschaft leisten. Mein Name ist Andreas Bernöcker. Ich darf Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Antonia Bourgeau heute durch den Abend führen. Wir sind Teil von Studio Stadtregion, einem Münchner Büro für Architektur und Stadtentwicklung. Und wir sind für den heutigen Abend beauftragt mit der Moderation und freuen uns, dass wir unterstützen dürfen, dass ein gutes Gespräch zusammenkommt zwischen Ihnen, den Münchner Bürgerinnen, der Öffentlichkeit und der Landeshauptstadt München. Es geht um die Eckgartensiedlung, ein neuer Stadtbaustein, der entstehen soll in München. Es ist die Rede von ca. 1850 Wohnungen, einem Hotelquartier für Energie, für Mobilität, für Nachhaltigkeit. Und bis so ein neuer Stadtbaustein dann tatsächlich entsteht, gehen einige Jahre ins Land. Das ist ein langer Weg der Planung. Und da haben wir, denke ich, einen Marathon hinter uns, wie es letztes Jahr in der Pressekonferenz hieß zum Wettbewerb. Und wahrscheinlich ist auch noch ein Marathon da, bis dann tatsächlich die ersten Wohnungen bezugsreif sind für Sie. Wir möchten Ihnen jetzt als Basis für den heutigen Abend, für die nächsten 2 Stunden, gerne eine kurze Einführung seitens Moderation geben. Und zwar möchten wir Ihnen 4 Punkte mitgeben. Wir wollen kurz über die Ziele reden, über das Was. Wir wollen reden, wer ist eigentlich hier von Seiten der Landeshauptstadt München, um mit Ihnen im Gespräch zu sein. Wir wollen über das Wann reden, was erwartet Sie in diesen 2 Stunden. Und wir wollen viertens noch ein bisschen was zur Technik mitgeben, sodass wir da einen guten Abend verleben können. Die Ziele der Veranstaltung sind 3. In diesem Verfahren, in diesem Planungsprozess zu dieser Siedlung ist ein Weg gegangen. Es ist noch ein Weg zu gehen. Sie werden heute von Seiten des Referats für Stadtplanung und Bauordnung, das die Gastgeberin des heutigen Abends ist, über den Planungsstand informiert. Dieser Planungsstand beruht auf einem Wettbewerb, einem städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb, der im letzten Jahr durchgeführt wurde. Der hat einen ersten Preis. Die Jury hat diesen Preis auserkoren. Sie hat ihm aber auch noch etwas mitgegeben zur Überarbeitung. Der Stadtrat hat darauf aufbauend auch noch ein paar Anmerkungen gemacht und das Referat für Stadtplanung und Bauordnung beauftragt, auf Basis dieses Entwurfs weiterzuarbeiten und eine Flächenwidmung von einem Bebauungsplan zu erarbeiten. In diesem Rahmen können Sie Fragen stellen und Ihre Anliegen kundtun, die heute beantwortet werden. Wichtig ist aber auch, diese Veranstaltung heute ist ein förmlicher Teil in diesem Bauleitplanverfahren im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 1 für die sehr Interessierten. Und dabei ist es wichtig, dass der Stadtrat das Planungsreferat im März beauftragt hat, dieses Verfahren zu gehen. Das heißt, wir sind am Anfang dieses Verfahrens. Diese frühzeitige Beteiligung ist wichtig. All Ihre Anliegen und Fragen, die Sie heute stellen, sind formaler Teil dieses Verfahrens und sind zu beantworten und zu behandeln und dem Stadtrat im nächsten Schritt, das ist dann der Billigungsbeschluss, auch vorzulegen. Das ist ein wichtiger Punkt. Mit wem sind wir heute im Gespräch, Antonia? Vielen Dank, Andreas. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Antonia Bourgeau und ich gebe Ihnen ganz kurz einen Einblick, mit wem wir eigentlich heute an Bord sind. Wir haben als politischen Vertreter Herrn Dr. Rainer Großmann dabei. Er ist Vorsitzender des Bezirksausschusses 24, Feldmoching-Hasenbergl, und wird gleich im Anschluss ein paar Grußworte an uns richten. Dieses Verfahren, wie mein Kollege schon gesagt hat, ist getragen und organisiert durch das Referat für Stadtplanung und Bauordnung. Und in diesem Sinne wird Frau Steger ein paar einführende Worte sagen, gefolgt von Nicole Heiß, die aus dem Planungsteam des Projektes Eckgarten ist und uns als erstmal ein paar Einblicke zum Planungsstand geben wird. Dabei ist aber auch eine ganz breite Menge an weiteren Expertisen, die uns dann auf Fragen antworten können.
Zum Beispiel dabei sind Vertreterinnen des Mobilitätsreferats, die uns zum Thema Verkehr und Mobilität Fragen beantworten können. Auch dabei sind weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Planungsreferats, die zum Beispiel vertiefte Einblicke haben in das Verfahren, aber auch in die Themen Artenschutz oder Grünplanung beispielsweise. Und wir haben heute mit an Bord Vertreterinnen des Referats für Umwelt- und Klimaschutz. Und da bekommen wir zum Beispiel Hinweise zum Thema Stadtklima, Klimaschutz und Energie sowie auch zum Thema Lärmschutz. Jetzt würde ich gerne wieder was zum Ablauf hören von meinem Kollegen. Genau, die Kolleginnen der drei Referate lernen Sie im Laufe des Abends kennen. Erwähnen möchte ich noch Robert Schätzle, der auch Frau Heiß im Input-Vortrag gleich hinsichtlich Grünplanung unterstützen wird. Ja, was wartet auf Sie heute Abend? Wir haben maximal zwei Stunden Zeit, das heißt, wir enden pünktlich um 21 Uhr spätestens und haben so lange zwei große Blöcke für Sie vorbereitet. Nach dieser Einführung wird es zuerst mal einen Input geben, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Der kommt von Dr. Rainer Großmann, von Frau Steger und dann im großen Part von Frau Heiß und Herrn Schätzle. Was ist der Planungsstand zum Eckgarten? Und Sie haben die Möglichkeit, schon während dieses Vortrags, aber vor allem im Nachgang, Fragen zu stellen. Sie haben dafür den Chat zur Verfügung. Wir werden diese Fragen sammeln, clustern und dann den jeweiligen kundigen Expertinnen stellen. Und die werden versuchen, auf möglichst viele Fragen einzugehen und die nach bestem Wissen und nach dem Stand des Verfahrens, nicht alles ist schon bekannt, zu beantworten. Antonia, was ist die Technik? Wie kommunizieren wir heute? Vielen Dank. Wie Sie es wahrscheinlich schon wissen, sind Sie heute in dem Livestream dabei. Das heißt, Sie können alle Fragen, Anregungen und Hinweise sehr gerne im Chat an uns richten. Dafür würden wir Sie bitten, Sie haben ja hier ein Eingabefeld neben dem Livestream-Fenster. Hier können Sie einfach eine Nachricht eintippen und auf Nachricht senden klicken. Wir würden Sie sehr gerne darum bitten, dass Sie sich an die Dialogregeln halten und mit freundlichen Kommentaren, aber auch mit eben sachdienlichen Hinweisen und eben mit Bezug zum Eckgarten sich äußern würden. Das heißt, ich bin für die Chatbetreuung zuständig und werde alle Fragen von Ihnen jetzt wieder in den Livestream einspeisen und an meinen Kollegen Andreas Bernöger richten. Ganz wichtig ist zu sagen, dass alle Meldungen von Ihnen nach Möglichkeit beantwortet werden. Falls die Zeit nicht ausreicht, werden aber alle Fragen in jedem Fall förmlich protokolliert und werden als verbindliche Anregungen auch in das Verfahren mitgenommen und werden im weiteren Verlauf des Verfahrens beantwortet werden. Noch ein Hinweis an Sie. Dieser Livestream, der wird im Anschluss an die Veranstaltung auch verfügbar sein für Sie. Das heißt, dann können Sie auch gerne nochmal reinsehen. Jetzt würde ich gerne wieder übergeben an meinen Kollegen. Danke, Antonia. So, jetzt hören wir auch schon auf mit der Einleitung. Wir gehen an die Sachthemen. Sie haben jetzt circa 35 Minuten Input vor sich, der kurzweilig gestaltet wird. Und Sie haben dann vielleicht Fragen, die können Sie auch schon währenddessen stellen. Und wir hoffen, das ist eine gute Basis für das gemeinsame Gespräch. Jetzt darf ich zuerst an Dr. Rainer Großmann übergeben, Vorsitzender des BA24, der uns seine Sicht darstellen wird und Sie auch nochmal von politischer Seite begrüßen wird. Herr Dr. Großmann. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Erörterungsveranstaltung zum Bebauungsplan E-Gartensiedlung. Ziel der Veranstaltung ist es, Ihnen die Planungen für eine zukünftige Bebauung der E-Gartensiedlung vorzustellen und mit Ihnen zu diskutieren. Dazu werden Ihnen heute Abend Fachleute aus den einzelnen Referaten zur Beantwortung Ihrer Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. Für den Bezirksausschuss 24 hat der E-Garten eine ganz besondere Bedeutung, denn das Areal stellt für das Stadtklima sowie für den Arten-, Baum- und Umweltschutz eine äußerst wichtige Fläche dar. Durch den E-Garten verläuft eine Kaltluftschneise in West-Ost-Richtung, die die wichtige Aufgabe der Frischluftversorgung für die angrenzenden Bereiche im Münchner Norden erfüllt.
Auch der große Baumbestand spielt im Hinblick auf das gesunde Stadtklima eine bedeutende Rolle. Im E-Garten hat sich über Jahrzehnte hinweg eine einzigartige Fauna und Flora entwickelt, die in dem von einem ausgedehnten Grün- und Baumbestand geprägten Gebiet einen idealen Lebensraum vorfindet. So ist der E-Garten zu einem wichtigen Verbindungsglied der in West-Ost- und Nord-Süd verlaufenden Biotopachsen geworden. Aufgrund dieser wichtigen Funktionen, die der E-Garten erfüllt, ist der Bezirksausschuss 24 der Meinung, dass eine derart massive Bebauung, wie sie im Bebauungsplan vorgesehen ist, nicht zu vertreten ist. Und es muss auch die Frage an die Verantwortlichen erlaubt sein, ob die Bebauung wirklich in dieser Art und Weise notwendig ist. Denn sie leistet zur Lösung der Wohnungsproblematik in München keinen entscheidenden Beitrag, hat aber gravierende Auswirkungen auf das Stadtklima und die Lebensqualität im Münchner Norden. Auch wenn im E-Garten ein Modellprojekt für Energieeffizienz, für ein neues Mobilitätskonzept sowie für genossenschaftlichen Wohnungsbau entstehen soll, kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier eine einzigartige grüne Insel zerstört wird. Und das in einer der am dichtest besiedelten Großstädte in München. Daher ist unser großer Wunsch, dass die Planungen überdacht und an die Klimaziele der Landeshauptstadt München angepasst werden. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich freue mich jetzt auf Ihre Beiträge und Anregungen. Dankeschön. Danke, Herr Dr. Großmann, für diese Einleitung. Ich denke, Ihr Beitrag zeigt schon, wie kontrovers auch so ein Projekt ist, eine Stadt Borstein. Sie haben viele Aspekte angesprochen, die im Rahmen dieses Verfahrens abgewogen werden müssen. Klimaschutz, Grünflächen, neue Wohnungen, ein Spannungsfeld, in dem verhandelt wird. Als nächstes darf ich gerne an die Hausherrin sozusagen seitens des Referats für Stadtplanung und Bauordnung übergeben. Sabine Steger, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Bernecker, für das Wort. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Erörterungsveranstaltung. Wir sind natürlich froh, dass Sie zahlreich zugeschaltet sind und wir hoffen Ihnen mit dem heutigen Abend doch einige Informationen über das Planungsgebiet an die Hand geben zu können. Ich begrüße auch nochmal sehr herzlich Herrn Dr. Grossmann, der uns hier trotz seiner skeptischen Worte, die am Anfang jetzt dieser Veranstaltung stehen, die Schirmherrschaft für die Erörterungsveranstaltung nicht verwehrt hat, sondern in den Diskurs und in die Diskussion mit uns eintritt. Dafür vielen Dank. Ich möchte Sie abholen an einer Stelle, die Ihnen vielleicht eben auch bekannt ist aus der Planungsentwicklung heraus. Denn es sind ja vorlaufend auch zu diesem städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb, dessen Ergebnis wir Ihnen ja heute auch vorstellen, Stadtratsbeschlüsse gefasst worden. Ein entscheidender Stadtratsbeschluss wurde am 24.07.2019 gefasst über ein Strukturkonzept, das auch die Eckdaten für den Wettbewerb transportiert hat. Und der Stadtrat hat diese Eckdaten beschlossen, wie auch den Aufstellungsbeschluss zur Durchführung einer Bebauungsplanung. Dies natürlich vor dem Hintergrund, dass aufgrund der Bevölkerungsprognosen und unverändert auch eben anhaltenden Bevölkerungszuwachs und damit verbundenen anhaltenden Siedlungsdruck, den ja München, ich sage jetzt mal, täglich zu gewärtigen hat, Sie lesen es ja auch in der Zeitung, jeden Tag, wurde dieser Stadtratsbeschluss gefasst. Schon im Rahmen der Stadtentwicklungskonzeption Perspektive München wurde auch die Neustrukturierung der Eckgartensiedlung als eine klassische Innenentwicklung herauskristallisiert. Innenentwicklung deshalb, weil die Fläche inmitten der Stadt liegt und nicht im Außenbereich, im landschaftlichen Grüngürtel, der München umgibt. Insofern leistet aus
städtischer Sicht diese Fläche eben schon einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung im Zusammenhang mit der Wohnungsnachfrage in München und soll eben natürlich auch einen wesentlichen Beitrag für bezahlbaren Wohnungsbau in München leisten. Anfänglich wurde ja nach den Herausforderungen gefragt. Herausforderungen gibt es natürlich im Zusammenhang mit der Planung und Umsetzung dieser Siedlungsentwicklung im Eckgarten viele, denn natürlich, wie auch Herr Dr. Grossmann ausgeführt hat, ist es eine schwierige Situation von der Lagequalität her, auf die wir mit der Planung entsprechend zu reagieren haben. Es soll ja, wurde auch schon ausgeführt, ein Modellvorhaben der Mobilität werden, also ein Beispiel für eine gelungene Verkehrswende quasi in München darstellen. Das bedeutet, Anreize bieten, auf das Auto zu verzichten, sich in einer anderen Form der Mobilität fortzubewegen. Es soll ein Modellvorhaben der energetischen Effizienz sein und werden. Das bedeutet auch, dass es begleitet wird mit einem CO2-neutralen Energiekonzept. Das ist also der Anspruch auf der Quartiersebene. Die Energie, die verbraucht wird im Gebiet, soll vor Ort durch regenerative Energieträger eben auch gewonnen werden. Ein wichtiger Beitrag für die Ressourcen und für den Ressourcen- und Klimaschutz. Und last but not least, ein Wohnprojekt eben auch mit einem sehr hohen genossenschaftlichen Wohnanteil, langen Bindungsfristen bis zu 60 Jahren stehen im Raum für bezahlbaren Wohnungsbau. Und in diesem Zusammenhang müssen wir auch darauf hinweisen, dass natürlich dieser Anspruch über ein übliches Bebauungsplanverfahren hinausweist und auch eine große, sage ich mal, Anforderung natürlich für das Konsortium der Projektentwickler darstellt. Und letztlich wird sich im weiteren Verfahren weisen, wie wir diese Konzeptionen erreichen und auch entsprechend verbindlich festlegen. Das war es jetzt zunächst mal von meiner Seite. Ich denke, es wird spannend sein, jetzt in die detaillierteren Präsentationen von Frau Heiß auch einzugehen. Dankeschön. Danke Ihnen, Frau Steger. Ich gehe kurz auf zwei Fragen ein, die ich im Chat schon gesehen habe, nämlich nach der Rolle der Gastgeberin und nach meiner Rolle. Die Gastgeberin dieses Verfahrens ist das Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München. Die wurde vom Münchner Stadtrat beauftragt, dieses Verfahren durchzuführen und hat sich eben dafür entschieden, angesichts der Covid-19-Pandemie diese Veranstaltung digital abzuhalten. Ich, Andreas Bernhöger und meine Kollegin Antone Bourgeot arbeiten in einem privaten Büro für Architektur und Stadtentwicklung. Wir sind an verschiedenen Stellen immer wieder in der Bürgerbeteiligung unterwegs und sind für den heutigen Abend mit der Moderation betraut worden und hoffen, dass wir ein gutes Gespräch über die Sachverhalte heute moderieren können. Ich hoffe, das konnte einige Fragen klären. Aber jetzt darf ich zu den Inhalten an Frau Heiß übergeben, die seitens des Planungsteams Eckgarten den momentanen Stand der Planungen, so wie sie der Münchner Stadtrat beschlossen hat, Ihnen vorstellen wird, als Basis für Ihre Rückfragen und die Diskussion. Ja, vielen Dank. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Erörterungsveranstaltung zum Eckgarten. Mein Name ist Nicole Heiß, zuständige Teamleitung im Westbezirk der Stadtplanung für das Bebauungsplanverfahren am Eckgarten. Hintergrund für den heutigen Termin ist das Ziel, hier ein neues Stadtquartier zu entwickeln und damit neues Baurecht zu schaffen. Die heutige Veranstaltung ist Teil des förmlichen Bauleitplanverfahrens gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch, der sogenannten frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit. Und frühzeitig heißt zum einen, dass wir uns aktuell in einer sehr frühen Planungsphase befinden und dass es außerdem noch eine weitere Befassung der Öffentlichkeit geben wird. Dazu komme ich aber später noch. Die Darlegung, innerhalb derer wir ja sozusagen heute diese Veranstaltung durchführen, die findet bereits statt seit dem 18.06., also letzte Woche Freitag, und wird noch andauern bis zum 20.07.2021. Das ist also der Zeitraum, innerhalb dessen Sie sich rückmelden können, zu den Informationen, die wir für Sie bereitgestellt haben, sei es heute hier im Chat oder sei es auch schriftlich, per E-Mail, per Telefon, und die Kontaktdaten dazu, die werde ich Ihnen im Anschluss
an meine Präsentation noch einblenden. Ihre Anregungen aus der heutigen Veranstaltung werden dem Stadtrat im Rahmen des Billigungsbeschlusses zum Bebauungsplan dann zur Entscheidung vorgelegt werden. So viel vorneweg und jetzt würde ich die erste Folie freigeben. So, ich hoffe, meine erste Folie ist zu sehen. Ja, gut. Also das ist jetzt ein grober Überblick über die Inhalte des Vortrags. Es geht also zunächst um die Lage im Stadtgebiet, den Ist-Zustand. Dann unter zweitens, was ist bisher geschehen, die Planungsgeschichte sozusagen. Dann unter drittens, einer der Hauptteile, da werde ich das Ergebnis des städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerbs vom letzten Jahr vorstellen. Unter viertens werde ich die Auswirkungen der Planung vorstellen. Und unter fünftens, wie gerade gesagt, die Kontaktdaten einblenden, unter denen Sie uns ansprechen können und wie Sie sich weiter informieren können. So, dann komme ich zur Ausgangssituation. Zur Lage im Stadtgebiet. Wir befinden uns am südlichen Rand des 24. Stadtbezirks. In Rot umrandet ist hier der Planungsumgriff für den Bebauungsplan zu sehen. Im Westen wird er begrenzt durch die Lasallestraße und weiter angrenzend mit anschließenden Grünflächen, also Biotop- und Ausgleichsflächen. An dieser Stelle, ich hoffe, man kann meinen Cursor sehen. Im Norden wird das Gebiet begrenzt durch die Wilhelmine-Reichert-Straße und die Erholungsanlagen am Lerchenauer See. Hier weiter im Nordwesten die Siedlung am Lerchenauer See und in circa 1 Kilometer Entfernung befindet sich der S-Bahn-Halt Fasenerie. Im Süden wird das Gebiet begrenzt durch den DB Nordring. Zum einen weiter südlich befindet sich das Olympia-Einkaufszentrum. Auch hier ist eine U-Bahn-Station verortet. Im Osten wird unser Quartier begrenzt, ebenfalls durch die Gleisanlagen. Hier weiter im Südosten befindlich ein weiterer U-Bahnhof Oberwiesenfeld. Das Grundstück ist aktuell oder die Fläche ist aktuell charakterisiert durch eine Mischung aus Gartengrundstücken und aus Grundstücken mit kleinen Wohngebäuden, die aber, soweit ich weiß, aktuell nur noch von einer Partei bewohnt werden. Und die Flächen befinden sich aktuell weitestgehend im privaten Eigentum der Projektentwicklungsgesellschaft EPE, GmbH und Co. KG. Das ist die Eckgarten-Projektentwicklungsgesellschaft. Das ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Büschel Unternehmensgruppe und der CA Immo. So, dann habe ich jetzt hier eingeblendet die aktuelle Darstellung im Flächennutzungsplan. Der Flächennutzungsplan ist ein Instrument der räumlichen Planung, das die Ziele der städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde darstellt. Und Sie sehen jetzt hier wiederum eingeblendet hier in Rot den Umgriff unseres, also unseren Planungsumgriff. Sie sehen hier graue Flächen, das sind Flächen, die als Gewerbegebiet dargestellt sind. Dann gibt es rosa Flächen, das sind Flächen für Bahnanlagen. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass es seit längerem Überlegungen gibt, die Flächen am Eckgarten in Wohnbauflächen zu ändern. Das ist aber zuletzt im Rahmen der letzten großen FMP-Aktualisierung für den Münchner Norden daran gescheitert, dass die Grundstücke zu dem Zeitpunkt noch bahnrechtlich gewidmet waren. Also die Freistellung vom Eisenbahnbundesamt ist aber zwischenzeitlich erteilt worden. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, sind hier im Westen grüne Flächen, das sind allgemeine Grünflächen und diese grünen Schraffuren sind Stellen übergeordnete Grünbeziehungen da, also einmal in Ost-West-Richtung und einmal auch in nord-südlicher Richtung. Dann habe ich hier ein Luftbild mitgebracht, das kennen Sie schon, und auch Eindrücke aus den Wohngrundstücken. Sie sehen hier Bestandsgebäude, die in sehr unterschiedlichem baulichen Zustand vorhanden sind. Unten rechts sieht man Anlagen der Bahn, das sind eben hier zu sehen Lärmschutzanlagen, weil der DB Nordring an der Stelle natürlich Schallschutzmaßnahmen erforderlich macht. Soweit ein kurzer Eindruck. Jetzt komme ich darauf zu sprechen, was bisher geschehen ist, wo wir aktuell stehen
und was der aktuelle Planungsstand ist. So, die Planungen am Eckgarten haben eine längere Vorgeschichte. Etwa seit 2015 wurde es konkreter. Seitdem wurden Grundlagen ermittelt, Testentwürfe von verschiedenen Büros entwickelt, um sich den planerischen Zielen für die Eckgartensiedlung sorgfältig zu nähern. Also das bedeutet, was die städtebauliche Grundkonzeption betrifft, was die städtebauliche Dichte betrifft und so weiter. Diese Erkenntnisse mündeten in einen sogenannten Eckdatenbeschluss, in dem wir vom Stadtrat im Juli 2019 beauftragt wurden, also hier der erste Bullet Point sozusagen, auf dieser Basis einen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb durchzuführen. Eine ganz wichtige Zielzahl resultiert aus diesem Beschluss, nämlich die Zielzahl von, oder ein Korridor vielmehr von 1750 bis 2000 Wohneinheiten sollten in die Auslobung mit einfließen. Aufgrund von Corona hat dann die Preisgerichtssitzung erst im Juli stattfinden können. Ich habe jetzt hier ein paar Punkte übersprungen. Es gab im Vorfeld aber verschiedene öffentliche Veranstaltungen im Studio Balan, vielleicht waren Sie auch mit dabei. Da wurde der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, sich über die Inhalte der Auslobung zu informieren. Es gab dann im Nachgang der Preisgerichtsentscheidung, die dann im Juli stattgefunden hat, eine weitere öffentliche Veranstaltung auf der Museumsinsel, wo die Ergebnisse des Wettbewerbs für 2 Wochen ausgestellt waren. Darüber hinaus gab es ein umfangreiches Abendprogramm mit Diskussionen und dergleichen. Ja, und im März, das ist sozusagen unser letzter Stand, wurden dann die Inhalte aus dem Wettbewerbsergebnis in einer sogenannten Bekanntgabe dem Stadtrat bekannt gegeben. Und es gibt in dem Zusammenhang auch einen Beschluss zum weiteren Vorgehen, nämlich der Gestalt, dass wir eben vom Stadtrat beauftragt wurden, auf Basis des ersten Preises in das Bauleitplanverfahren einzusteigen. Wobei, man muss dazu sagen, es gab auch eine ganze Reihe von Änderungsanträgen, die dabei natürlich zu berücksichtigen sind. So, jetzt habe ich hier ganz viel Text dabei. Erschrecken Sie nicht, das ist ein Auszug aus dem Beschluss. Ich wollte Ihnen nur darstellen, dass es eine ganze Reihe von Beschlusspunkten sind, die wir, oder Änderungsanträgen sind, die wir mitnehmen müssen für die weitere Bearbeitung an dieser Stelle. Beispielsweise hat uns die Politik mitgegeben in der Befassung vom 10.3., dass beispielsweise ein großes Augenmerk zu richten ist auf die städtebauliche Ausgestaltung, also insbesondere das Thema der Zugänglichkeit in das Quartier zu verbessern ist, dass möglichst größere Grünbereiche ermöglicht werden sollen, vor allem im Umfeld der Hochpunkte. Es sollen die 3 Bestandsgebäude, die der Entwurf vorsieht, eine besondere Wertigkeit erhalten. Ganz wichtiges Thema ist das Thema der Dreifachturnhalle im Süden des Areals, die sich eben in der Frischluftschneise befindet. Die soll in einer anderen Weise positioniert werden, so dass die Frischluftschneise eben nicht beeinträchtigt wird. Und verschiedene Varianten sollen eben jetzt auch gutachterlich weiter untersucht werden. Dann gab es weitere Themen, dass eben möglichst viele Bäume zu erhalten sind. Es gab verschiedene Prüfaufträge zum Thema Mobilität, also Stellplatzschlüsselreduzierung, zum Thema Arten- und Naturschutz. Also beispielsweise soll eine ökologische Baubegleitung durchgeführt werden während der Bauphase. Die Ausgleichsflächen sollen möglichst im direkten Umfeld gesichert werden und. Das ist jetzt nur ein Auszug dessen. Ich gehe es nicht im Detail durch. Hier geht es weiter. So, aber dann komme ich jetzt mal zu der schematischen Darstellung des Verfahrensablaufs des förmlichen Bebauungsplanverfahrens. Wie gesagt, sind wir beauftragt, auf Basis des ersten Preises in das Bebauungsplanverfahren zu starten. Also deswegen hier oben finden Sie nochmal hier in grün diese Beschlüsse, die Grundlage für unser Arbeiten. Und die blauen Pakete dienen jetzt, das sind sozusagen unsere nächsten Arbeitsschritte. Und hier in rot umrandet sind die Zeitpunkte sozusagen, wo die Öffentlichkeit auch mit befasst wird mit dem Verfahren. Wir befinden uns hier mitten in diesem ersten Rahmen. Ich habe es vorher erwähnt, also vom 18.06. bis zum 20.07. haben Sie Gelegenheit, uns Rückäußerungen zu geben. Und es wird aber eine weitere Befassung der Öffentlichkeit geben. Das ist dieser zweite rote dieser zweite Balken hier.
Ihre Anregungen, aber auch die Anregungen, die wir aus diesem nächsten Arbeitsschritt bekommen, nämlich der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Absatz 1, werden einfließen in die ständige Fortentwicklung des Bebauungsplanentwurfs, wo dann eben die verschiedenen Aspekte der verschiedenen öffentlichen und privaten Belange gerecht abgewogen werden und in einen Bebauungsplanentwurf münden, der dann im Rahmen des Billigungsbeschlusses, das ist sozusagen unsere geplante nächste Stadtratsbefassung, wieder dem Stadtrat vorgelegt wird. Und auch danach, wie gesagt, gibt es eine weitere Möglichkeit für Sie, sich am Verfahren zu beteiligen im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Absatz 2. Also es wird einen ständigen Abwägungsprozess geben, bis wir hoffentlich irgendwann beim Satzungsbeschluss landen werden. So, dann komme ich jetzt zum Wettbewerbsergebnis, das ja letztes Jahr im Juli entschieden wurde. Und die Arbeiten haben Sie vielleicht schon mal gesehen in der Presse. Ich stelle es Ihnen noch mal kurz vor. Der erste Preis ging an die Arbeit von Studio Wessendorf und Atelier Leudl, beide Büros aus Berlin. Das Preisgericht empfahl der Ausloberin einstimmig, die Verfasser dieser Arbeit mit der weiteren Beauftragung und mit Bearbeitung zu betrauen. Und positiv aufgenommen im Preisgericht wurden hier insbesondere die Tatsache, dass die Verfasser die orthogonale Grundstruktur aus dem Quartier aufgegriffen haben, dass sie ein robustes Konzept entwickelt haben für eine vielfältige Stadtstruktur, die aus dem bestehenden Ort herausgearbeitet wurde. Es werden hier Baublöcke unterschiedlicher Größe angeboten, die plausibel nachweisen, dass die vorgesehene Mischung von Bauträgerstrukturen, also hier die Mischung aus gefördertem Wohnungsbau und frei finanziertem Wohnungsbau, innerhalb eines Blocks nachgewiesen können. Gleichzeitig punktet dieser Entwurf dadurch, dass eine Vielzahl der bestehenden Bäume erhalten bleiben kann und natürlich dem Quartier auch künftig einen Charakter geben kann. Es gibt eine ganze Reihe von kleinteiligen, baumüberstandenen Plätzen, die ein grünes und vielfältiges Quartier von hoher Qualität versprechen. Außerdem wurde lobend erwähnt, dass hier ein Erschließungskonzept, ein verkehrsberuhigtes Erschließungsnetz gewählt wurde mit drei Quartiersgaragen, die sich am Rand der Siedlung befinden. Ich deute mal an, wo die sich befinden. Also einmal hier an der LaSalle-Straße und zwei im Norden zur Wilhelmine-Reichert-Straße. Bemängelt wurde aber auch, und zwar, dass die Durchlässigkeit der Bebauung nach Süden oder nach Osten hin besser sein könnte und dass die Dreifachturnhalle, die sich hier in diesem grünen Quadrat befindet, dass die in der Frischluftschneise zu liegen kommt. Wir finden von Seiten der Stadtplanung, dass dieser Beitrag eine sehr gelungene Antwort auf die sehr komplexe Planungsaufgabe war, die sehr gut nutzbare Freiflächen anbietet, drei Bestandsgebäude als Reminiszenz an die heutige Siedlung anbietet und mit dem Vorschlag, hier 1830 Wohneinheiten zu realisieren, sich eher am unteren Ende des Korridors, der ja mit der Auslobung vorgegeben war, befindet. Dann habe ich hier ein paar weitere Kennzahlen mitgebracht. Der Umgriff beträgt 21,5 Hektar. Das ist ein sehr dichtes Quartier mit einem markanten Rand, das verschiedene sich verzahnende Blockstrukturen aufweist. Es gibt eine sehr differenzierte Abfolge von öffentlichen und nachbarschaftlichen Räumen. So ist zum Beispiel hier im Norden ein sogenannter Marktplatz vorgesehen. Hier orientieren sich auch Nutzungen wie der Nahversorger. Hier können Dienstleistungsangebote stattfinden, von denen auch die Nachbarn aus den angrenzenden Quartieren profitieren könnten. Die Höhenentwicklung, ganz grob gesagt, also die Basisgeschossigkeit bewegt sich zwischen 5 und 8 Geschossen. Es gibt aber auch drei Überhöhungen mit 12 Geschossen, die befinden sich eher in der Quartiersmitte, also einmal hier am Marktplatz und zwei Überhöhungen mit jeweils 12 Geschossen, auch hier an dem eher etwas privateren Platz vielleicht, das könnte so eine Art Quartierswohnzimmer sein. Angestrebt
wird hier ein Quartier, das ist schon mehrfach gesagt worden, das möglichst große Anreize schafft, um auf ein eigenes Auto zu verzichten. Und eben durch die Umsetzung von 3 Quartiersgaragen an den Rändern im Inneren ein verkehrsberuhigtes Erschließungsnetz verspricht. Das Thema Energie war ein großes Thema im Rahmen der Auslobung, also Energie im Sinne von Energiebilanz, und hat insofern auch die Abgabeleistung für die Wettbewerbsunterlagen umfasst. Es musste ein Energiekonzept vorgelegt werden. Parameter bei diesem Energiekonzept waren beispielsweise das Thema der solaren Verschattung im Sommer, solare Gewinne im Winter, stundendirektes Sonnenlicht, Tageslichtpotenzial, A-zu-V-Verhältnis, also das Verhältnis von Fassade zur Geschossfläche, und schließlich das Thema Energie- bzw. CO2-Neutralität im Betrieb. Und der Entwurf hier wurde insbesondere auch deswegen aufgrund seiner guten CO2-Bilanz gelobt. Woran ist es messbar? Insbesondere daran, dass der Entwurf den Gebäudebetrieb und den gesamten Nutzerstrom und darüber hinaus ca. 1000 Kilometer pro Wohnung im Elektroauto mit abdeckt. Und das gelingt durch den Vorschlag, den Wärmebedarf über Geothermie zu decken, und die Tatsache, dass 2/3 der Dachflächen und weitere Fassadenflächen sowie die im Süden befindliche Schallschutzwand oder Schallschutzwall vielmehr hier mit Photovoltaik-Elementen belegt sind. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Modellfotos mitgebracht. Bei dem linken schaut man von Süden ins Quartier. Man sieht, wenn man genau hinschaut, die 3 Hochpunkte. Also eher in der Mitte des Quartiers mit 12 Geschossen. Das entspricht bei einer durchschnittlichen Geschosshöhe von 3 Meter in etwa 36 Meter und nimmt damit Bezug auf die Siedlung am Lerchenauer See, wo bereits auch Hochpunkte in dieser Größenordnung vorhanden sind. Ganz im Süden sieht man hier angedeutet Lärmschutzeinrichtungen, die sind erforderlich an der Stelle aufgrund des Bahnlärms von Süden, die hier gelöst wurden durch eine Wall-Wand-Kombination, die insgesamt 13 Meter hoch vorgesehen ist, um die künftige Bebauung von Lärmeintrag vom Bahnlärm zu schützen. Hier unten rechts dargestellt eine Fußgängerperspektive, das ist der Blick in einen halböffentlichen Raum, etwa mit Urban Gardening-Flächen, mit gut durchgrünten Fassaden, Bestandsbäumen, die den Eindruck noch besser machen. So, dann komme ich zur Verteilung der Nutzungen. Wir haben das hier schematisch dargestellt zur besseren Orientierung. Also die Einrichtungen der sozialen Infrastruktur befinden sich jetzt hier in rosa bzw. lila. Also in rosa sind hier dargestellt die 6 Kindertageseinrichtungen, die sich eben über das Quartier verteilen, je bestehend aus Kinderkrippen und Kindergartengruppen. Dann ist hier in lila dargestellt die Grundschule, die sich sinnvollerweise am südwestlichen Rand des Quartiers befindet, einfach deswegen, weil man dann auch die zugehörigen Freisportanlagen kombinieren kann und so kombinieren kann, dass eben hier auch Rücksicht genommen wird auf das Thema der Durchströmung. Dann habe ich hier in hellblau dargestellt weitere soziale Infrastruktureinrichtungen. Das handelt sich hier um betreute Wohngemeinschaften beziehungsweise ein Flexiheim. Ein Flexiheim ist eine zeitlich befristete Unterbringung akut wohnungsloser Haushalte. Dann in gelb dargestellt Nahversorgungsangebote, natürlich in erster Linie am Marktplatz. Hier in verschiedenen Einrichtungen, das kann ein Supermarkt sein, das kann ein Drogeriemarkt sein oder eine Kombination. Und natürlich weitere Angebote aus dem, weitere Dienstleistungsangebote. Das kann sein gastronomische Angebote, Ärztehaus, Friseur und so weiter. In rot dargestellt sehen Sie hier die Bestandsgebäude, die vom Entwurfsverfasser explizit als zu erhalten dargestellt sind, die vorgesehen sind für neue gemeinschaftliche Nutzungen. Also ich erkläre es ganz kurz, hier oben ist das Gebäude der Feldbahnstraße 21. Das könnte man sich zum Beispiel vorstellen als
Apartmenthaus für Gäste der Siedlung in der Daxetstraße 10 an dieser Stelle im Zusammenhang mit der Schule. Könnte man sich beispielsweise vorstellen, eine Art Schulkiosk oder ein Café. Und in der Rehstraße 1, die befindet sich hier, könnte man sich beispielsweise einen Biergarten ganz gut vorstellen. Darüber hinaus gibt es einen Vorschlag für Ersatzgartenparzellen im Norden. Hier in diesem Bereich sind die vorgesehen. Das wird sicherlich nicht die aktuelle Zahl der Gartenpächter oder der Gartenparzellen abdecken, aber es sollen im Übrigen weitere Ersatzgartenparzellen an der Heidelerchenstraße weiter im Norden Platz finden. Dann komme ich zur Erschließung des Quartiers. Hier mit diesen roten Pfeilen ist angezeigt, wo die Pkw-Zufahrten ins Quartier stattfinden sollen. Nämlich eine Zufahrt wird es geben von der LaSalle-Straße und zwei hier im Norden zu sehen von der Wilhelmine-Reichert-Straße. Sinnvollerweise sind diese Zufahrten da orientiert, wo auch die Quartiersgaragen zu liegen kommen. Die Quartiersgaragen sind hier nochmal in Blau dargestellt, um einfach das restliche Quartier von Verkehr freizuhalten. Natürlich muss aber gewährleistet sein, dass alle Gebäude grundsätzlich anfahrbar sind. Das heißt, für die Müllabfuhr, für die Feuerwehr, für Umzüge und sperrige Einkäufe wird es natürlich möglich sein. Es sollen aber bis auf ganz wenige Stellplätze im öffentlichen Raum alle anderen pflichtigen Stellplätze in den Quartiersgaragen untergebracht werden. Das heißt, in den Garagen, die sich hier am Rande des Quartiers befinden. Wir haben ja, wie vorher schon gesagt, den Auftrag aus der Politik, dass wir überprüfen sollen, den Stellplatzschlüssel möglichst auf 0,6 zu reduzieren. Das heißt, dass durchschnittlich 6 Autos pro 10 Wohneinheiten oder 6 Parkmöglichkeiten für 10 Wohneinheiten nachgewiesen werden sollen. Also es ist ein sehr zeitgemäßer Umgang mit dem ruhenden Verkehr angestrebt. Der Charakter des internen Erschließungsnetzes soll als Shared Space ausgebildet werden und das ist so zu verstehen, dass sich eben alle Teilnehmer am Verkehr, also seien es Fußgänger, seien es Radfahrer, seien es Autofahrer, sich auf Augenhöhe und begegnen und gleichberechtigt begegnen. Es soll Anreize eben geben, auf das Auto zu verzichten. Das soll im Rahmen von einem Mobilitätskonzept entwickelt werden. Es sollen eben verschiedene Mobilitätszentralen dezentral im Quartier angeordnet werden, wo man beispielsweise Lastenräder ausleihen kann, wo es Carsharing-Angebote geben kann, um zu ermöglichen, dass dieses Quartier auch tatsächlich realistisch funktionieren kann. Es soll also ein Quartier der kurzen Wege werden. Das heißt, ganz viele Besorgungen des täglichen Bedarfs sollen eben zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt werden können. Deswegen ist die Schule im Quartier angeordnet. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten im Quartier für Dinge des täglichen Bedarfs. Abgesehen davon ist auch das Olympia-Einkaufszentrum im Süden nicht weit für andere Bedarfe. Es gibt Erholungsflächen im Quartier, es gibt Angebote zum Sport, wird auch einige wenige Arbeitsplätze im Quartier geben, sodass es tatsächlich realistisch ist, dieses Thema Stadt der kurzen Wege. Hier in gestrichelter Linie angedeutet sind die Fahrradhauptrouten, die von Norden nach Süden verlaufen, entlang der Feldbahnstraße und dann schließlich hier im Süden sich verzweigen, unter der Bahn hindurch nach Süden fortgesetzt werden. In Gelb ist hier dargestellt eine neue Bushaltestelle fürs Quartier. Und wie schon vorher erwähnt, gibt es natürlich auch in circa jeweils 1 Kilometer Entfernung einen S-Bahn-Halt, Fasanerie im Nordwesten und 2 weitere U-Bahnhöfe im Süden und im Südosten des Quartiers. So viel zum Thema Mobilität. Und jetzt komme ich schon zu den Auswirkungen der Planung. Zunächst zu den verkehrlichen Auswirkungen. Sie sehen jetzt die gleiche Folie wie gerade eben. Ausgehend von den aktuell geplanten 1830 neuen Wohneinheiten rechnen wir circa mit 4.400 neuen Bewohnerinnen und Bewohnern im Quartier.
Damit verbunden sind neue Fahrzeugbewegungen, das ist klar. Und im Rahmen des Strukturkonzeptes ist dazu bereits ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben worden, das zum einen das zusätzliche Verkehrsaufkommen ermittelt hat, das die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte überprüft hat und auch Auswirkungen auf die Umgebung betrachtet hat. Ein Zwischenergebnis kann es ja nur sein, ist, dass leistungsfähige und eine sichere verkehrliche Erschließung des Gebiets dann gewährleistet ist, wenn folgende Maßnahmen umgesetzt werden, nämlich, dass es eben nur eine Anbindung des Planungsgebiets an die LaSalle-Straße gibt, wie hier dargestellt, um den Verkehrsfluss nicht übermäßig zu behindern. Und darüber hinaus soll die Einmündung der LaSalle-Straße in die Wilhelmina-Reichert-Straße eine Ampel bekommen, dass der leistungsfähige Verkehrsablauf hier gewährleistet werden kann. Das Zwischenfazit zum Thema Verkehr ist, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen grundsätzlich bewältigbar ist an dieser Stelle und dass die Knotenpunkte weiterhin leistungsfähig abwickelbar sind. Dann komme ich zu den Auswirkungen, also zum Schallschutz vielmehr. Der Eckgarten befindet sich im Einwirkungsbereich von Straßen- und Schienenverkehrslärm. Muss ich kurz blättern? Einen Moment. Es ist so, dass die Orientierungswerte der DIN 18055 für Wohngebiete bei freier Schallausbreitung hier deutlich überschritten sind, insbesondere im Umfeld der Schienenwege, also hier im südlichen Bereich, wird auch die Grenze der Gesundheitsgefährdung überschritten. Aufgrund der umfangreichen schalltechnischen Voruntersuchungen wurden aber schon im Wettbewerbsverfahren aktive Schallschutzmaßnahmen vorgeschlagen. Ich habe es vorher schon gesagt. Zum einen die Wall-Wand-Kombination im Süden insgesamt 13 Meter hoch und sowie wurde es eben berücksichtigt im Rahmen der Abstände der Bebauung, die erforderlich ist zu den Gleisen. Und mit zusätzlichen geeigneten Schallschutzmaßnahmen für die jetzt vorliegende Planung können die Emissionsgrenzwerte der 16. Bundesemissionsschutzverordnung für Wohngebiete in weiten Bereichen des inneren Planungsgebiets eingehalten werden und damit sind grundsätzlich gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse an dieser Stelle möglich. Komme ich zum nächsten Thema, zum Thema Stadtklima. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Sie sehen hier eingeblendet einen Auszug aus der Stadtklimaanalyse. Ich deute ganz kurz die Lage des Eckgartens an. Hier an der Stelle südlich des Lerchenauer Sees. Und wie Sie hier mit diesen dicken blauen Pfeilen sehen, befindet sich der Eckgarten mitten in der West-Ost ausgerichteten Kaltluftleitbahn von übergeordneter Bedeutung. Abgesehen davon gibt es hier von Nord nach Süd verlaufend diese weißen Pfeile, die hier angedeutet sind. Das ist ein weiteres Luftaustauschpotenzial in nord-südlicher Richtung. Die bestehenden Grünflächen hier in diesem gesamten Bereich dienen eben aktuell als Kaltluftentstehungsgebiet. Und aufgrund dieser Ausgangssituation wurde im Vorfeld des Wettbewerbs eine klimaökologische Voruntersuchung beauftragt. Ziel war, den Erhalt der Funktionsfähigkeit der Kaltluftleitbahn sicherzustellen, das Thema der nächtlichen Wärmebelastung im Quartier gering zu halten und darüber hinaus auch Aussagen zu treffen, welche Anforderungen notwendig sind, um hier die Aufenthaltsqualität im Freien am Tag sicherzustellen. Darauf basierend wurde eine von Bebauung freizuhaltende Mindestbreite von ca. 200 Metern vorgegeben, damit eine erhebliche Verschlechterung der Funktionalität der Kaltluftleitbahn eben gerade nicht eintritt. Und durch die geplante Bebauung und der damit einhergehenden Versiegelung kommt es zu einer lokalen Minderung der Kaltluftströmungen und damit auch verbunden eine Verschlechterung der bioklimatischen Situation.
weil die Bebauung natürlich als Strömungshindernis fungiert und Luftaustausch nur noch eingeschränkt möglich ist. Es wurde aber untersucht, inwiefern die Kaltluftleitbahn trotz dieser Einschränkungen grundsätzlich erhalten bleiben kann. Und wir werden das auch sehr gründlich im weiteren Verfahren untersuchen. Zum Beispiel wird in Varianten untersucht werden, was klimatologisch passiert, wenn diese Turnhalle, die ich vorher angesprochen habe, die sich ja eben hier mitten in dieser Kaltluftleitbahn befindet, wenn diese Turnhalle aus der Kaltluftleitbahn heraus verschoben wird. So viel dazu. Und jetzt würde ich den Herrn Schätzle bitten, die Auswirkungen zum Thema Freiraum und Naturschutz zu ergänzen. Genau, guten Abend auch von mir. Mein Name ist Robert Schätzle, Planungsreferat zuständig für die Grünplanung hier beim Eckgarten. Vielleicht noch mal ganz kurz diese Folie zur Lage des Eckgartens, ist schon angesprochen worden, auch von Herrn Grossmann in dem relativ sensiblen Bereich. Im Norden eben die öffentliche Grünfläche im Lerchenauer See, dann im Westen die ökologischen Vorrangflächen, Ausgleichsflächen westlich der Salzstraße. Im Südosten die neue öffentliche Grünfläche an der Moserer Straße, nach Süden auch an den schönen neue Verbindungen Richtung Olympiapark über die ehemalige S-Bahn-Trasse. Was man auch sieht, sind die ökologischen Vernetzungstrassen entlang der Bahnlinien hier dick herausgestellt, eben vor allem auch Wanderkorridor für geschützte Arten. Und dargestellt sind auch mögliche Ersatzstandorte für Gartenparzellen. Die Frau Heißl ist gerade schon angesprochen. Grundsätzlich wird hier Lebensraum von Tier- und Pflanzenarten eingeschränkt. Es sind umfangreiche Erhebungen durchgeführt worden zu geschützten Tier- und Pflanzenarten, zu Baumbeständen. Genau, es wird eben natürlich Naturschutz eine Ausgleichsberechnung durchgeführt. Also welche naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen müssen dann bereitgestellt werden? Das werden ganz erhebliche Flächen, die im räumlichen funktionalen Zusammenhang zum Eckgarten dann hergestellt werden, vorzugsweise im B824, zum Beispiel entlang der Bahnflächen. Was die Baumbestände angeht, da komme ich gleich in der eigenen Folie noch drauf. Sehr wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich der Biotopverbundkorridor, der im Süden, also da, wo auch die 200 Meter breite Freihaltezone für die Kaltluftleitbahn ist, da wird dann direkt an der Bahn auch ein Biotopverbundkorridor laufen, der eine Mindestbreite hat, unverschattet sein muss, um eben für die geschützten Tier- und Pflanzenarten, die im Westen, westlich der Salzstraße in Epis vorkommen haben, aber auch im Osten, östlich der Bahnlinie, dass die weiter ungestört oder sogar eben eine verbesserte Korridor ja, einen Austausch haben können. Also das muss auf jeden Fall gewährleistet werden. Das wird auch sehr genau kontrolliert werden. Da wird es ein Monitoring geben über die Funktion dieser Maßnahmen, falls wir im Bereich des Eckgartens eben geschützte Arten vorfinden werden. Fledermäuse zum Beispiel, dann wird es auch entsprechende Artenschutzmaßnahmen geben, parallel, damit eben der Erhaltungszustand der geschützten Arten nicht verschlechtert wird. Das ist vollkommen klar. Das hat auch der Stadtrat auch nochmal in seinem Beschluss vom März ausdrücklich bekräftigt und bestärkt. Da soll ein sehr hoher Standard angelegt werden im Vergleich zu anderen Bebauungsplanverfahren im Eckgarten. Insgesamt steht der Artenschutz laut bisherigem Stand dem Vorhaben nicht entgegen und wird bewältigt werden. Wahrscheinlich werden wir in Fragen dann noch im Detail darauf eingehen können. Dann bitte nächste Folie. Genau, hier ist nochmal zu sehen, das Freiraumkonzept von den Planern, also Atelier Leudel, für die Landschaftsarchitekten, grüne Innenhöfe, dazwischen begrünte Plätze, die zum, ja, zur Kommunikation einladen, dann eben diese verkehrsberuhigten Erschließungsstraßen, die auch eine hohe Freiraumqualität haben, begrünt werden mit Bäumen, die möglichst wenig durch parkende Autos belegt werden, sondern wirklich auch vielleicht auch mal als Spielstraße genutzt werden können. Dann nach Süden hin eben die großen öffentlichen Grünbereiche. Hier sieht man angedeutet Spielbereiche und südlich der Schule eben einen Sportplatz, der natürlich einerseits für die Kinder, aber auch für Vereinssport da sein soll. Die
Ja, dieser Lärmschutzwall, der ist von den Planern modelliert worden, damit es da ein bisschen mehr Aufenthaltsmöglichkeiten gibt. Im Osten wiederum auch öffentliche Grünflächen, aber auch hier schon die Idee, diese Ausgleichsflächen anzuordnen, also eben die bereits vorhandenen Ausgleichsflächen der Bahn nach Westen etwas zu erweitern und ökologisch hochwertiger auszugestalten und im Nordosten eben hier der Halt des Baumbestandes und des Bestandsgebäudes, ich glaube, da ist eben dieser Biergarten angedacht. Dann bitte nächste Folie. Ganz wichtiges diskutiertes Thema ist der Baumbestand, der ist eben im Eckgarten. Das ist die besondere Herausforderung, ist über das ganze Gebiet verteilt. Es gibt jetzt nicht den einen Bereich, der wirklich den schönsten Baumbestand aufweisen würde, wo man sagen könnte, gut, das wird jetzt die öffentliche Grünfläche, da können wir das meiste erhalten, und einfach verteilt über die ganze Fläche. Der Siegerentwurf, die Frau Heitz hat schon gesagt, versucht mit der städtebaulichen Figur darauf zu reagieren und dann eben möglichst viele der erhaltenswerten, sehr erhaltenswerten Bäume, die sind ja so dargestellt, hervorgehoben, zu erhalten. Hier in dem Wettbewerbsbeitrag waren es 58% dieser Bäume. Rot sind die, die entfallen würden. Grün sind die, die erhalten werden können. Im jetzigen Stand der Stadt haben sie auch aufgetragen, hier konzeptionell zu schauen, ob nicht noch mehr von den Bäumen erhalten werden können. Genau, so viel von meiner Seite. Dann übernehme ich wieder und komme zum Ende meines Vortrags. Nicht zuletzt möchte ich erwähnen, dass hier im Eckgarten ein Modellquartier in dreifacher Hinsicht angestrebt wird. Die Latte liegt also sehr, sehr hoch. Einerseits ein Modellquartier für den genossenschaftlichen Wohnungsbau, ein Modellquartier in energetischer Hinsicht und auch ein Modellquartier für die Mobilität. Besonders erwähnenswert ist Ersteres, also das Thema Modellquartier für den genossenschaftlichen Wohnungsbau. Und zwar hängt es zusammen mit der besonderen Konstellation der Projektentwickler, die ein Konsortium darstellen aus der EPE, der Eckgarten Projektentwicklungsgesellschaft, und der GIMA München EG. Die GIMA ist ein Zusammenschluss von 29 Wohnungsbaugenossenschaften und gemeinnützigen Wohnungsunternehmen. Und werden sozusagen hier als Garant gesehen, einen hohen Anteil an genossenschaftlichem Wohnungsbau umzusetzen, der auch für ganz besondere Qualitäten im Quartier stehen soll. Also das Thema Stärkung des Miteinanders im Quartier, etwa durch gemeinschaftliche Einrichtungen, einer Quartierszentrale beispielsweise, oder gemeinschaftliche Orte zum Feiern und. Und damit eben zu einer Belebung des Quartiers beitragen soll. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Dann das zweite, eben das Thema Modellquartier in energetischer Hinsicht. Das ist schon vielfach angesprochen worden. Es soll eben ein Quartier realisiert werden, das in der Jahresbilanz energieneutral und im Gebäudebetrieb CO2-neutral sein soll. In dem Zusammenhang ist aktuell ein energetisches Fachgutachten beauftragt, das eben in Varianten untersuchen soll, wie der Energiebedarf am besten gedeckt werden kann. Und diese Varianten sollen dann in ein konkretes Maßnahmenkonzept, genannt Energiekonzept, münden. Und das Thema Mobilität ist natürlich auch ein ganz wichtiges. Ich glaube, das ist jetzt bereits alles gesagt worden. Thema autoarmes Quartier. Und darüber hinaus soll es eben auch weitergehende Vorschläge geben des Projektentwicklers, die in einer sogenannten Charta münden sollen. Eine Charta, die also eine Initiative des Projektentwicklers darstellt und weitere Qualitäten, die über den üblichen Standard eines Bebauungsplanungsverfahrens noch weiter hinausreichen sollen. Soweit zum fachlichen Teil meines Vortrags. Jetzt habe ich noch ein paar Folien vorbereitet, wo Sie sich weiter informieren können, wo Sie, also zum einen im Internet natürlich, ich habe jetzt hier drei Internetadressen eingeblendet, unter der ersten www.muenchen.de/projekte bekommen Sie Informationen zum Projekt, und zwar fortlaufend. Es sind dort Links zu den Stadtratsbeschlüssen abgelegt. Es wird auch diese Präsentation hier der heutigen Erörterungsveranstaltung dort eingestellt sein. Darüber hinaus ist auf der München-Mitdenken-Seite ein Video der heutigen Veranstaltung eingestellt für den Zeitraum der Darlegung. Das heißt also, noch bis zum 20.07. wird es dort eingestellt sein. Für all diejenigen, die jetzt heute Abend keine Gelegenheit hatten, zuzuhören. Und darüber hinaus gibt es weitere
Informationen unter der unter www.moenchen.de/Auslegung. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, direkt zu uns Kontakt aufzunehmen. Sie können zum einen hier zu uns in die Blumenstraße 28b kommen, ins Planungsreferat und sich die Planunterlagen vor Ort einsehen. Hier im Erdgeschoss, im Raum Nummer 71, das ist unser Auslegungsraum. Der Zugang ist über die Pforte nur möglich, die Pforte am Altstadtring, in der Zeit von 6 bis 18 Uhr werktags. Und ansonsten gibt es aber auch die Möglichkeit, zu uns direkt telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Wenn Sie die Nummer 233-24592 wählen, kommen Sie entweder bei mir raus oder bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Sie können uns aber gern auch unter plan.ha2-42p@münchen.de E-Mails schreiben, Ihre Anmerkungen hinterlassen. Wenn Sie uns anrufen, dann bedenken Sie bitte, dass wir in der Zeit von Montag bis Donnerstag 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und am Freitag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr telefonisch erreichbar sind. Wenn Sie vorbeikommen wollen, sozusagen eine Einzelerörterung erhalten wollen, dann ist es nur möglich, wenn Sie sich vorher telefonisch melden und einen Termin vereinbaren. Natürlich geht das Ganze nur vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage mit den üblichen Abständen und wenn Sie eine FFP2-Maske tragen. Soweit zu den Informationen zur Bebauungsplanung. Wenn Sie weitergehende Fragen haben zum Thema Flächennutzungsplanung, die eben auch Inhalt der Veranstaltung hier ist, dann nehmen Sie bitte unter der E-Mail-Adresse plan.fmp@moenchen.de Kontakt mit den jeweiligen Kollegen auf. So, das war ein ziemlicher Ritt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke Ihnen, Frau Heiß, für den Vortrag. Mittlerweile oder schon die ganze Zeit ist im Chat schon einiges in Gange. Und da haben wir einerseits sehr viele Sachfragen zu den Themen Klimaschutz, Artenschutz, Mobilität, Bebauung, aber auch sehr viele Grundsatzfragen. Warum wird überhaupt gebaut und warum an dieser Stelle? Ist das die richtige Abwägung? Und ich möchte jetzt zuerst in meiner Rolle als Moderator den Block an Fragen aus dem Chat aufgreifen. Es sind wahrscheinlich einige hundert, die uns mittlerweile schon erreicht haben. Das ist auch unsere Rolle heute, diese Fragen bestmöglich weiterzugeben. Zuerst grundsätzliche Fragen stellen und da möchte ich an der Stelle gerne an Frau Heiß und Frau Steger verweisen, dass Sie uns gerne bitte nochmal den prinzipiellen Ablauf vorstellen und die Rollenverteilung. Sie sind ja von politischer Seite, von dem Münchner Stadtrat beauftragt mit diesem Verfahren, laden hier ein. Warum haben Sie sich für eine Veranstaltung in dieser Form entschieden? Warum ist es keine Präsenzveranstaltung? Wie haben Sie diese Veranstaltung beworben? Auch hier gab es Beschwerden, dass es zu spät und zu wenig beworben wird und dass das dem heute nicht gerecht wird, der Diskussionsnotwendigkeit. Da möchte ich Sie fragen, wie haben Sie entschieden, dass Sie die Veranstaltung heute in dieser Form ausrichten und wie haben Sie sie beworben? Frau Heiß, vielleicht Sie. Ja, also ein aktives Entscheiden für dieses digitale Format hat nicht stattgefunden. Es ist vielmehr dem geschuldet, dass wir natürlich pandemiebedingt uns gar nicht in einer größeren Runde treffen können und insofern auf dieses Format zurückgreifen müssen. So viel kann ich dazu nur sagen. Und also es war in der Presse, war dieser Link zu sehen. Wir haben in den Bezirksinspektionen gibt es die Ankündigung, Herr Dr. Grossmann, Sie hatten auch im Schaukasten im BA 24, glaube ich, ausgehängt. Also es hängen diese DIN A3 Plakate vor Ort, auch in den Stadtteilbüchereien. Also im 24. müsste entsprechend eine Information hängen. Wir haben uns große Mühe gegeben, es kundzutun. Frau Steger, Sie möchten ergänzen. Ja, vielleicht ergänze ich kurz. Das ist jetzt kein besonderes Format, sondern es ist ein Erörterungsformat sozusagen unter Corona-Bedingungen.
Bedingungen, das, wie Frau Heise ja auch schon ausgeführt hat, das Planungsreferat hat ein Budget für diese Veranstaltungen jetzt. Das ist jetzt in einer Reihe von Veranstaltungen, die wir zu wichtigen Planungsgebieten als Erörterungsveranstaltungen in dieser digitalen Form durchgeführt haben. Zu nennen wären hier Kirschgelände, war vor einiger Zeit in Allach mit einer digitalen, in genau demselben Format. Dann auch die Hirmerei in Allach wurde in diesem Format bewältigt. Wir hatten jetzt zuletzt auch Freihamm, den großen zweiten Realisierungsabschnitt, den Aufstellungsbeschluss für den zweiten Bauabschnitt, den ersten Bauabschnitt im zweiten Realisierungsabschnitt in diesem Format durchgeführt. Das war eine Entscheidung in unserem Haus, natürlich im Planungsreferat. Und wie gesagt, das Budget stammt auch aus unserem Haus. Und dass wir hier eine technische Moderation natürlich brauchen für dieses Format und auch überhaupt eine Moderation. Üblicherweise hat natürlich der Bezirksausschuss noch eine stärkere Rolle, aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich ein bisschen diesem Format geschuldet, dass man da Spezialisten dann braucht an der Seite. Aber es ist eine ganz, ich sage jetzt mal, es ist eine typische Erörterungsveranstaltung in diesen Zeiten. Damit möchte ich sagen, dass alles, was heute geäußert wird, wurde und oder was auch noch weiter geschrieben wird, das wird alles abprotokolliert und diese Äußerungen nehmen dann teil an der Abwägungsentscheidung des Stadtrates. Insofern bitte nicht verzweifeln, sondern das ist jetzt wie in einer üblichen Erörterungsveranstaltung, da protokolliert die Verwaltung mit. Hier haben wir dann die technische Unterstützung jetzt, dass das dann eben auch alles schon einfacher abgerufen werden kann, aber es wird ein vielseitiges Protokoll dazu geben und dieses nimmt dann eben auch als Abwägungsmaterial eben im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Planung bis hin zum Billigungsbeschluss dann durch den Stadtrat teil an der Abwägung. Danke Ihnen für diese nähere Erläuterung. Eine zweite allgemeine Frage, die ich in Ihre Richtung stellen möchte, ist, dass Sie nochmal auf das Verhältnis eingehen von verschiedenen Akteuren. Genannt wurden hier auch insbesondere die Investoren. Es ist ja eine Eigentümergemeinschaft aus zwei Unternehmen, die CIA Immo und die Büffel Unternehmensgruppe, die ein gemeinsames Konsortium haben, die diese Fläche bebauen möchten. Frau Steger, darf ich Ihnen nochmal die Frage stellen, welche Rolle die Investoren in diesem Verfahren schon gespielt haben und auch im Moment spielen? Also jetzt in dieser Veranstaltung heute spielen die Investoren keine aktive Rolle. Natürlich haben sie das Verfahren, oder sagen wir mal so, letztendlich ist natürlich die Absicht der Grundstückseigentümer und die Grundstücke sind ja im Eigentum eben der genannten Projektentwickler. Das beeinflusst natürlich den Anlass, sage ich mal, der Planung. Das ist klar, weil wir hier jemand haben, der möchte dort Wohnungsbau machen. Der will auch quasi dieses Quartier in dieser Form entwickeln. Insofern, also kein anderer Einfluss als der übliche bei Planungsvorhaben der Stadt München für private Flächen. Also bei städtischen Flächen sind wir natürlich ein bisschen anders unterwegs, auch in Freiham. Da haben wir natürlich noch einen sehr großen Einfluss auf die Grundstücksvergaben. Das haben wir hier nicht, aber hier haben wir intensive Bekenntnisse. Frau Heiß hat es ja schon erwähnt, es gibt diese Charta. Das sind jetzt einmal Leitlinien und in Aussichtstellungen der Entwickler zu bestimmten Fragestellungen. Die klangen jetzt hier ja auch an. Und der Stadtrat hat uns ja in dem letzten Beschluss über die Bekanntgabe des Wettbewerbsergebnisses dazu auch einen Auftrag mitgegeben, nämlich die Weiterentwicklung und Fortentwicklung, Konkretisierung auch dieser Charta spätestens zum Billigungsbeschluss vorzulegen. Hier werden wir uns natürlich dann auch überlegen, als Planungsreferat natürlich mit unserer
Referatsspitze, in welcher Form wir dann eine solche Vorlage gegebenenfalls vor dem Billigungsbeschluss in den Stadtrat einbringen. Da kann ich jetzt dazu momentan noch nichts sagen, aber jedenfalls ist es im Blick der Politik die Charta und man muss dann sehen, wie sich die Dinge konkretisieren. Danke, Frau Steger. Ich möchte jetzt noch eine allgemeine Frage an Herrn Dr. Großmann wenden. Es ist ja offensichtlich ein Spannungsfeld. Es gibt viele sehr kritische Fragen oder auch ablehnende Meinungen zu diesem Projekt. Sie haben eine Position eingenommen, die sich dem auch anschließt, die eine Bebauung an dieser Stelle kritisch sieht. Auf der anderen Stelle hat der Stadtrat jetzt das Planungsreferat mit einem Vorantreiben dieser Planungen beauftragt. Wie sehen Sie da das Spannungsfeld zwischen dem Bezirksausschuss und dem Stadtrat und wie werden Sie sich als Bezirksausschuss in die weiteren Planungen einbringen? Ja, wir als Bezirksausschuss sind natürlich in erster Linie den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet, die sich ja direkt zu uns wenden oder auch an unsere Sitzungen kommen. Und wir nehmen die Meinung und das Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürger auf und leiten es dann mit unseren Stellungnahmen an den Stadtrat weiter. Also wir haben sozusagen eine Vermittlerrolle, so sehe ich das zumindest. Und die Bürger betrachten uns auch als einen verlängerten Arm, um ihre Meinungen an den Stadtrat weiterzugeben. Entscheiden tut natürlich der Stadtrat, das ist ganz klar. Also da haben wir keinerlei Einfluss drauf, sondern wir können nur im Rahmen unserer Anhörungen ein Meinungsbild weitergeben. Frau Fegers möchte ergänzen. Nur kurz ergänzend, weil Herr Dr. Grossmann hat es schon sehr gut angesprochen. Ich wollte auch nochmal, weil das fehlte jetzt in meinem vorherigen Beitrag, natürlich ist hier die kommunale Planungshoheit am Wirken, sprich die Abwägungsentscheidung trifft der Stadtrat. Vielen Dank Ihnen. Insofern ist das, denke ich, auch der Punkt, an dem ich gerne von meiner Seite der Moderation verbleiben möchte zum Verfahren. Entscheidungen werden im Stadtrat getroffen. Heute wird alles gehört. Das Kritische, das heute im Chat überwiegt, so wie ich das wahrnehme, und das Positive, und es werden die Informationen weiter vertieft. Ich möchte jetzt versuchen, das Gespräch auf die planerischen Inhalte zu legen und da eher von klein, von groß auf klein zu gehen. Bevor wir in die verschiedenen Themen hineingehen, nochmal nach Frau Steger und Frau Heiß gefragt, wie kommen Sie zu dieser Abwägung, die ja schon in vorherigen Planungsschritten geäußert wurde, dass diese Stelle eine gute Fläche ist für Wohnungsbau? Und warum wird mit dieser Dichte rangegangen? Warum ist die Dichte nicht zum Beispiel geringer an dieser Stelle? Wie kommen Sie zu diesem Schluss seitens des Planungsreferats? Ja, also hier, ich hatte das vorher schon erwähnt, hier gab es im Vorfeld des Strukturkonzeptbeschlusses städtebauliche Konzepte, über die dann eine mögliche städtebauliche Dichte ausgelotet wurde, also sozusagen unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die auch vorher ja vorgetragen waren. Und zwar in einer gewissen Bandbreite von bis, die dann letztendlich als Eckdaten durch Stadtratsbeschluss der weiteren städtebaulichen Planung zugrunde gelegt wurde und dann in den Wettbewerb mündete. Im städtebaulichen landschaftsplanerischen Wettbewerb wurden natürlich diese Dichten überprüft. Sie werden jetzt natürlich auch in der weiteren Konkretisierung der Planung nochmal auf den Prüfstand gestellt. Ich glaube, das kann man durchaus sagen, weil wir hier ja jetzt dann in die Konkretisierung gehen. Das heißt, wir müssen die Abstandsflächensituationen näher beleuchten. Wir müssen auch Optimierungen vornehmen in Bezug auf die Klima-
ökologische, auf den auf die Kaltluftleitbahn. Auch dies ist auch im Übrigen nochmal im Stadtrat auch als Augenmerk drauf gelegt worden. All dies kann dazu führen, dass man sich hier auch nochmal mit der Dichte in gewisser Weise befassen wird. Jedenfalls wird man verifizieren, wie sich die Planung quasi dann konkret ausgestaltet, die Belichtungssituation hinbekommen und diese Dinge. Und das wird dann wiederum als Prüfungsergebnis dem Stadtrat vorgestellt werden. Im Chat gab es jetzt auch die Idee, dass man zum Beispiel eine Tiny-House-Siedlung machen könnte, die mit kleineren Bauungen, mit 2, 3 geschossigen Häusern, mit Obstgärten arbeiten könnte. Wäre das auch eine Idee, so andere Typen von Siedlungen zu wählen, als einen, sozusagen eine Blockbebauung, die mit einer höheren Dichte arbeitet? Nee, also das muss ich jetzt sagen, das wäre keine, es wäre natürlich eine Idee, man kann vieles tun. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wir haben die Zielzahlen, die wir jährlich ja auch durch Baurechtschaffung erreichen sollen und müssen. Und wir müssen insgesamt einen Blick werfen auf die Flächen, die diese Stadt zur Verfügung hat. Und wir sind nun mal relativ, ich sage jetzt mal, wir müssen mit Grund und Boden sorgsam umgehen. Und dies führt natürlich dazu, dass man hohe Dichten auslotet. Vielen Dank. Frau Heiß, jetzt möchte ich auf Ihnen eine städtebauliche Frage stellen. Es wird sehr viel darüber diskutiert, ob der Plan nicht sozusagen zu grün angestrichen ist, ob er das hält, was er verspricht und was Sie auch beschrieben haben. Vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, wie man tatsächlich garantieren kann oder wie Sie darauf hinwirken wollen, dass aus diesem städtebaulichen Plan, der jetzt eine geringere Genauigkeit hat als die Gebäude, wenn sie geplant werden und umgesetzt werden, wie können Sie darauf hinwirken, dass da tatsächlich ein qualitätsvoller Städtebau, schöne Fassaden und Grün dabei herauskommen? Ja, wenn man sich die Planung anschaut, das entspricht ja sozusagen der Tiefe einer Rahmenplanung, sage ich mal. Der Entwurf glänzt aber dadurch, dass ja sehr kompakte Baukörperformen vorgeschlagen werden in dieser Blockrandstruktur, in dieser aufgelösten Blockrandstruktur in der Geschossigkeit von 5 bis 8 Geschossen. Es gibt einzelne Überhöhungen mit 12 Geschossen, aber es ist insgesamt eine sehr kompakte Bauweise und damit eben auch eine sehr flächensparende Bauweise, die es gerade erst ermöglicht, dass es eben auch so viele öffentliche und aber auch private Grünflächen innerhalb des Quartiers geben kann. Und ich glaube, eine ganz besondere Qualität liegt daran, diese fein abgestimmten Grünflächen, größere und kleinere, also öffentlichere, halböffentliche, privatere. Also ich glaube, das entfaltet eine sehr gute Qualität an der Stelle und bietet auch einen Mehrwert für die Nachbarn aus den umgebenden Siedlungen, die eben die Erholungsräume nutzen können, die Sportangebote nutzen können. Ganz im Gegensatz zu der heutigen Situation, wo das ja im Grunde eine Siedlung ist, die von denen wenige profitieren, wenige Einzelne profitieren. Danke. Ich möchte gerne nochmal zu der Art der Investition und zu den Grundeigentümern nachfragen. Es wurde zur Historie nachgefragt der Grundstückseigentümerinnen. Hat die Stadt eigentlich verkauft an die Investorinnen oder hätte nicht die Stadt die Möglichkeit gehabt, die Flächen selbst zu kaufen? Beziehungsweise jetzt im Anschluss, kann die Stadt nicht selbstständig Wohnungen bauen? Und dann vielleicht daran anschließend die Frage an Sie, Frau Heiß, in welchem Verhältnis stehen die Planungen der Investorinnen und die Planungen der GIMA und der Genossenschaften, die ja auch mit an Bord sind, die ja dann genossenschaftlichen Wohnungsraum hier bauen möchten, laut jetzigem Planungsstand? Also die Stadt kann aktuell leider keine Wohnungen verwirklichen. Der Zug ist dazu leider abgefahren. Die Flächen, das Vorkaufsrecht wurde zu dem Zeitpunkt damals leider nicht eingefordert sozusagen. Und insofern sind die Flächen tatsächlich
in privater Hand und werden von privater Hand entwickelt. Und jetzt habe ich die zweite Frage vergessen, die Sie mir gestellt haben. Genau. Jetzt gibt es ja private Eigentümerinnen dieser Flächen, die aber mit der GIMA, also mit der Dachgesellschaft der Münchner Genossenschaften und Wohnungsbauunternehmen, kooperieren. Wie sieht diese Kooperation genau aus und wer wird welche Art von Wohnungen bauen? Ach so, gut. Also aktuell sind Eigentümer die Büschel Unternehmensgruppe und die CAIMO. Und die GIMA kommt aber ins Boot für die Realisierung ausschließlich des geförderten Wohnungsbauanteils. Das heißt, die restlichen beiden Player werden den frei finanzierten Wohnungsbau übernehmen. So war das bislang abgesprochen, aber eben das wird sich auch im Detail sicherlich noch klären. Da sind aber die Ansprechpartner tatsächlich eher dann die Projektentwickler, um diese Frage zu beantworten. Also auch zum Thema, werden die frei finanzierten Wohnungen im Mieteigentum, zur Miete oder im Eigentum verbleiben? Das ist noch nicht geklärt. Vielen Dank Ihnen. Im Chat lese ich jetzt heraus, dass da auch eine kontroverse Diskussion darüber geführt wird, ob denn genossenschaftliche Wohnungen auch bezahlbare Wohnungen sind, nachdem da ja auch Einlagen zu zahlen sind. Ich denke, das ist eine Diskussion, die wir an dieser Stelle nicht auflösen können, aber vielleicht, Frau Heiß, könnten Sie uns noch einen Überblick geben, was da auch verschiedene Stufen sind, die dabei herauskommen, wenn, also bezahlbarer Wohnraum ist ja nicht bezahlbarer Wohnraum. Ich denke, Sie sprechen daher von verschiedenen Kategorien. Vielleicht könnten Sie uns da noch einen schnellen Überblick geben, auch wenn wir diese Frage, denke ich, hier nicht lösen können heute. Also Sie meinen jetzt konkret zu den Mietobergrenzen. Die sind natürlich definiert, die kann ich Ihnen aber zum Einzelnen nicht erklären. Es gibt eben Angebote der Projektentwickler, eben über den Standard aus der sozialgerechten Bodennutzung hinaus hier geförderten Wohnraum vorzusehen. Das ist das Angebot, was auf dem Tisch liegt. Und wir müssen schauen, wie wir das tatsächlich auch in die Realität umsetzen können und sichern können. Danke Ihnen. Vielleicht ergänze ich das jetzt noch kurz. Also sozialgerechte Bodennutzung, das bedeutet, das war also der Stadtratsbeschluss 2017, der hier einschlägig ist, die wird ja auch weiterentwickelt, 30% geförderter Wohnungsbau, das heißt also Münchenmodell Miete und EOF plus darüber hinaus 10% konzeptioneller preisgedämpfter Mietwohnungsbau. Und das ist eigentlich so die Ausgangsbasis und darüber hinaus muss man jetzt sehen, was an weiteren, ich sage jetzt mal, Verbindlichkeiten erreicht wird mit den Projektentwicklern. Es soll auch eine Verlängerung der Bindungsfristen oder steht im Raum auch eine Verlängerung der Bindungsfristen, also von 40 auf 60 Jahre. Auch das muss man dann sehen. Auch die Frage, inwieweit beim frei finanzierten Wohnungsbau Mietwohnungsbau betrieben wird. Auch das ist nochmal eine interessante Frage, die sich im weiteren Verfahren aber darstellen wird. Der städtebauliche Entwurf jedenfalls, um den es ja auch heute geht, ist geeignet, all diese unterschiedlichen Wohnbauarten aufzunehmen, auch so aufzunehmen, dass jetzt nicht in irgendeiner Form dass eine Durchmischung des Quartiers auch mit unterschiedlichen Bewohnerinnen und Bewohnern aus ganz unterschiedlichen Wohnbauarten kommen, sozusagen dort sich zeigen. Das ist eigentlich das Schöne an dem Entwurf, dass er so, ich würde mal sagen, so demokratisch ist, also so sehr paritätisch, würde man vielleicht sagen. Ja, er ist eine gute Basis, diese verschiedenen Wohnkonzepte dort auch umzusetzen. Danke Ihnen. Ich möchte jetzt kurz noch eine allgemeine Frage beantworten, und zwar war die Frage, was ist ein FNP, ein Flächennutzungsplan? Vielleicht nochmal ganz kurz, es gibt zwei Arten von formalen Plänen, rechtlichen Plänen, die im Zuge des Verfahrens
geändert werden. Frau Berlin, vielleicht könnten Sie uns noch mal kurz erläutern, was ist der FNP, was ist der B-Plan, was legen die jeweils so genau fest? Sehr gerne. Also beim Flächennutzungsplan handelt es sich um einen vorbereitenden Bauleitplan. Das ist in § 5 Baugesetzbuch geregelt und ein Flächennutzungsplan geht wirklich über das gesamte Stadtgebiet und legt dafür die allgemeinen Entwicklungsziele fest. Im Gegenzug dazu betrachtet ein Bebauungsplan ein kleineres Gebiet und dort kann man dann auch wirklich konkrete Festsetzungen treffen. Das ist im Grunde der Unterschied und wir entwickeln in der Landeshauptstadt München im sogenannten Parallelverfahren die Pläne, sprich in dem Moment, wo wir ein Bauleitplanverfahren machen, können wir auch, das ist zulässig, parallel den Flächennutzungsplan dazu auch ändern. Danke Ihnen, Frau Berlin. Ich möchte nun mal das Thema wechseln und Richtung der Kollegen vom Mobilitätsreferat fragen. Jetzt sind im Chat einige Fragen gestellt worden zu dem genauen Mobilitätskonzept und insbesondere wurde auch danach gefragt, was bedeutet denn diese Entwicklung für das angrenzende Straßennetz? Sind die Straßen nicht so oder so überlastet? Ist es überhaupt zumutbar, hier weitere Mieterinnen einziehen zu lassen, die dann auch mit ihren Autos diese schon verstopften Straßen weiter belasten? Könnten Sie da bitte uns sowohl zum Mobilitätskonzept etwas Näheres erläutern, als auch zu den Auswirkungen auf das bestehende Straßennetz, die Sie erwarten durch diesen neuen Stadtbaustein? Ja, vielleicht starte ich mal. Mein Kollege Herr Wutz kann mich dann gerne ergänzen oder korrigieren. Es ist so, dass wir im Rahmen von Bauungsplänen ja Verkehrsgutachten erstellen. Und diese Verkehrsgutachten sind dafür da, um zu zeigen, ob der Verkehr im Bereich des Bebauungsplanes durch den Bebauungsplan nachher noch abwickelbar ist. Sprich, funktionieren die Kreuzungen im Bereich des Bebauungsplans. Wenn der Verkehr abwickelbar ist, dann ist alles gut. Wenn der Gutachter herausfindet, dass der Verkehr nicht mehr abwickelbar ist, da müssten Maßnahmen entschieden werden. Sprich, man müsste eine Dichtsignalanlage, sprich eine Ampelanlage bauen. Man bräuchte mehr Abbiegespuren etc. Durch diesen Prozess begleitend zum Bebauungsplanverfahren ist eben gesichert, dass der Verkehr im Umfeld eben auch abzuwickeln ist. Der Gutachter erstellt in seinem Verkehrsgutachten sogenannte Nullfälle und Planfälle und zeigt eben, wie sich der Verkehr in verschiedenen Zeiten verändert. Und das Eckgartenquartier, wir hatten es vorhin im Vortrag schon gehört von Frau Heiß, ist ein Modellquartier für Mobilität. In diesem Modellquartier versuchen wir eben, so wenig Kfz-Verkehr wie möglich zu generieren, sowohl innerhalb des Quartiers, aber auch außerhalb des Quartiers, sprich die Fahrzeuge die Fahrzeugbewegungen, die durch dieses Quartier entstehen, sollen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Und dadurch wollen wir eben möchten wir, dass das Straßennetz, was ohne Frage belastet ist, das ist aber in ganz München belastet, nicht derart massiv zusätzlich durch die Fahrten aus dem Eckgartenquartier noch belastet wird. Ich weiß nicht, Jonas Wurz, noch Ergänzungen? Erstmal nicht, aber ich glaube, Herr Bernöcker hat bestimmt noch ein paar mehr Fragen für uns. Genau. Ich hätte jetzt nämlich sofort nachgehakt gerne zu dem Stellplatzschlüssel und zu dem Parkierungskonzept. Es wird an einigen Stellen darauf eingegangen, dass die Umgebung, insbesondere auch mit den geschätzten Freizeitmöglichkeiten, schon überlastet ist hinsichtlich einem hohen Parkdruck. Und es wird eine Äußerung ist in die Richtung, dass ein Stellplatzschlüssel von 0,6, also von 6 Stellplätzen für 10 Wohnungen, nicht ausreichend ist und dass dann die umgebenden Quartiere noch durch weitere Autos aus diesem neuen Quartier zugeparkt werden. Da könnten Sie kurz erläutern, wie kommt man dazu, einen Stellplatzschlüssel von 0,6
zuzuordnen und wie gehen Sie mit dieser Parkplatzthematik um? Ja, vielen Dank, Herr Bernhöger. Dann starte ich mal mit der Frage und vielleicht könnte meine Kollegin Frau Heiß nochmal die Folie 17 einblenden von ihrer Präsentation, die sie ja vorhin auch schon gezeigt hat. Wie wir vorhin auch schon ausgeführt haben, hat der Stadtrat uns in diesem Bebauungsplanverfahren beauftragt, als Ziel einen Stellplatzschlüssel von 0,6 Stellplätzen pro Wohneinheit umzusetzen. Das bedeutet, dass da auch mit den derzeitigen Wohnbauzahlen von den ca. 1850 Wohneinheiten, dass da immer noch sehr viele Stellplätze auch sein werden. Jetzt ist die Erfahrung in München auch, die wir auch aus Erhebungen haben, dass im Stadtgebiet auch ein Großteil der Haushalte schon gar kein Auto mehr hat. Das heißt, ca. 50% der Haushalte, die besitzen auch gar kein Auto mehr. Das heißt, in dem Quartier wird es wahrscheinlich trotzdem den meisten, also allen möglich sein, die ein Auto besitzen wollen, auch noch eins zu haben. Und in der Kombination, dass in dem Gebiet ja auch ein großer Teil der Wohneinheiten an Genossenschaften vergeben werden sollen, glauben wir, dass es auch eigentlich eine sehr gute Planung ist, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass diese Mobilitätsquartiere gerade in so genossenschaftlichen Wohnen auch sehr gut angenommen werden. Das heißt, die Bewohnerinnen in so Genossenschaftsquartieren, die nehmen diese Mobilitätskonzepte sehr gut an. Das heißt, wir wollen da auch dann viel Carsharing anbieten, Lastenradverleih und so weiter. Und außerdem darüber hinaus ist das Gebiet ja auch, ich habe vorhin im Chat auch die Diskussion mitgekriegt, ob das Gebiet jetzt eine Stadtrandlage hat oder nicht. Da sage ich jetzt mal, aus verkehrlicher Sicht liegt es für uns eigentlich noch sehr zentral. Wir haben jetzt zwar nicht direkt angrenzend eine U-Bahn oder eine S-Bahn-Station, aber es liegt ja eigentlich in so einem Dreieck zwischen der S-Bahn-Haltestelle Fasanerie, der U-Bahn-Haltestelle Oberwiesenfeld und der U-Bahn-Haltestelle OEZ, die ja auch durch die bestehende Buslinie sehr gut angebunden ist. Da haben wir auch vor, in der weiteren Planung eine zusätzliche Haltestelle vorzusehen in der LaSalle-Straße. Die wird ungefähr in dem Bereich sein, wo Sie in dem Plan auch den gelben Punkt sehen, sodass das Quartier auch entsprechend der, sag ich mal, der Qualitätsstandards, die wir in unserem Nahverkehrsplan festgelegt haben für die öffentliche Erschließung, eigentlich auch sehr gut abgedeckt sein wird. Aber trotzdem müssen wir natürlich ausreichend Stellplätze planen für die zukünftigen Bewohnerinnen. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass diese Mobilitätskonzepte dann auch funktionieren. Ein weiterer Baustein, der jetzt in dem Bebauungsplan für uns eigentlich auch, das machen wir jetzt als Stadt noch gar nicht so lange, in Freiham sind wir auch dabei, das zu planen, ist die Umsetzung von so Quartiersgaragen. Das heißt, man bündelt die Stellplätze an dem Quartierseingang, sodass das Quartier dann eigentlich sehr verkehrsberuhigt ist. Wie Frau Heiß ausgeführt hat, muss natürlich jedes Haus noch erschlossen sein. Das heißt, wenn man Einkäufe nach Hause bringen will oder wenn auch zum Beispiel eine Kita im Gebiet drin liegt und auch für die Feuerwehr und die Müllabfuhr. Aber durch diese Bündelung der Stellplätze in den Quartiersgaragen bietet sich natürlich auch die Chance, dass wir im Rest vom Quartier sehr viel weniger Fläche versiegeln müssen durch Tiefgaragen, was dann natürlich auch im Weiteren, sage ich mal, für die Qualität von den Innenhöfen und den Grünräumen deutlich steigern könnte. Danke, Herr Wurz. Da hake ich gleich nach. Daneben vielleicht erwähnt, es gibt auch zahlreiche Fragen zur Gestaltung der Internetseite und Anregungen. München.de, münchenmitdenken.de, da gibt es konkrete Vorschläge, wie das besser gestaltet werden konnte, damit es nutzerfreundlicher ist. Aber jetzt vielleicht zurück zum ÖPNV. Sie haben einen Teil der Fragen schon beantwortet, weil Sie nämlich auf die Busverbindungen eingegangen sind und auch auf das Straßennetz. Jetzt möchte ich nochmal nachfragen, Schienenverbindung, Fragezeichen. Gibt es in diese Richtung etwas, eine U1-Verlängerung oder eine Haltestelle am Nordring?
Wie sind da die Gedanken seitens des Mobilitätsreferates? Die Verlängerung der U1 vom Olympia-Einkaufszentrum, die ist ja derzeit schon, sag ich mal, als angedachte Verbindung in unserem Nahverkehrsplan auch vorhanden. Das heißt, die wird weiter untersucht. Das heißt, irgendwann wird es da dann vielleicht auch eine Verkehrswertabschätzung geben. Aber das ist auf jeden Fall eine Strecke, über die wir auch nachdenken. Und den angesprochenen S-Bahn-Halt, den man, glaube ich, auch in unserem Strukturkonzept mal so angedacht gesehen hatte, in dem Strukturkonzept so südlich vom Quartier auf dem S-Bahn-Nordring zum Liegen gekommen ist. Das sind Überlegungen, die man jetzt im Zusammenhang mit dem DB-Nordring auch führen kann. Da wird man aber wahrscheinlich in naher Zukunft nicht davon ausgehen können, dass da zeitnah ein S-Bahn halt umgesetzt wird. Und da sind jetzt erstmal die ersten Planungen, dass wir mittelfristig so einen Pendelverkehr auf dem DB-Nordring gegebenenfalls für den Personennahverkehr anbieten können, der dann unter anderem auch für die Erschließung der großen Gewerbeflächen wie das Forschungszentrum von BMW zum Beispiel auch dienen soll. Okay. Bevor wir weitergehen zum Themenkomplex Lärm und Stadtklima, möchte ich Ihnen noch zwei kleinere Fragen stellen, abschließend in Richtung Mobilität. Das eine, es wurde konkret gefragt nach der Planung für die Feldbahnstraße. Und da gibt es wohl auch eine Kleingartenanlage, die einen Parkplatz hat, der nicht aufgeführt wird. Wie ist da die Parkierung vorgesehen? Und das zweite ist noch eine kritische Nachfrage in Richtung Sharing und auch Carsharing, das wohl, also Car- und auch Bike-Sharing, das wohl in Feldmocking noch nicht angekommen scheint. Hier wird Nachbesserungsbedarf gesehen. Welche Maßnahmen sind vorgesehen, um hinsichtlich Sharing-Angeboten, Mobilitätsangeboten? Diese zwei Fragen hätte ich noch an Sie beide. Die heutige Feldbahnstraße, die können Sie an dem Plan gerade auch sehen. Die bildet ja sozusagen den östlichen Abschluss von der Bebauung. Und die ist in den weiteren Planungen auf jeden Fall als eine Fahrradroute geplant. Also ist auch in unserem Verkehrsentwicklungsplan für den Radverkehr ist es auch eine Hauptroute. Die sehen Sie da auch. Ob die jetzt durchgängig für den MIV befahrbar sein wird, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber das vielleicht in Teilen, aber ich sage mal, das innere Erschließungskonzept für das Quartier, da sind wir auch noch in den Planungen. Hinsichtlich dem Parkplatz, die Frage können wir auf jeden Fall noch mal mitnehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstanden habe. Mir wäre jetzt aber nicht bekannt, dass sozusagen auf den Flächen, die jetzt in dem Verfahren überplant werden, dass da noch richtige Stellplätze von irgendwelchen Nutzungen sind, wie einer Kleingartenanlage, die da außerhalb liegen. Deswegen werden wir jetzt Stellplätze, die sozusagen auf dem Gebiet heute genutzt werden, da nicht ersetzen, dahingehend. Wenn da pflichtige Stellplätze vorhanden sind, dann müssen wir das wahrscheinlich schon tun. Das wäre mir jetzt aber nicht bekannt. Vielleicht noch ein abschließender Satz zum Thema Carsharing. In Feldmoching gibt es noch nicht sonderlich viele Angebote, aber das ist ja auch so ein Mehrwert dann vielleicht oder als Mehrwert zu sehen, den so ein Gebiet dann für Feldmoching mitbringt, nämlich solche Angebote, die dann vielleicht nicht nur für die Bewohner der neuen Quartiere nutzbar sind am Ende des Tages, sondern eben auch für die Nachbarn im Quartier und somit eine Vernetzung stattfindet und somit dann auch eine Vernetzung oder eine Ausbreitung solcher Angebote wie Carsharing dann über Feldmoching man ausbreiten kann. Danke Ihnen beiden für die beantwortende Fragen zur Mobilität. Ich möchte nun an einen Kollegen seitens des Referats für Klima- und Umweltschutz Fragen stellen, Herr Monninger.
zu einem anderen Themenkomplex, der auch sehr wichtig erscheint, nämlich die Frage der Kaltluftleitbahn. Da werden grundsätzliche Fragen gestellt im Sinne von, dass in Nord-Süd-Richtung, aber auch in Ost-West-Richtung dieser Grünzug eben sehr bedeutend ist für die Kaltluft. Und da möchte ich an der Stelle nochmal nachfragen, wie kommen Sie zum Schluss, wie untersuchen Sie das, mit welchen Gutachten wird das untersucht und wie wird dann auch festgestellt, ob eine Kaltluftschneise, die ja dann verbleibt, die aber ja wesentlich kleiner ist als heute, dass die auch ausreichend ist. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Also grundsätzlich der Prozess der Gutachten ist immer so, dass es gibt eine Stadtklimaanalyse der Stadt München, wo die Frau Heiß auch vorhin einen Ausschnitt gezeigt hat. Die wurde auch von der Stadt München selber in Auftrag gegeben. Und auf Basis, genau, da haben wir sie, auf Basis dieser Grundlagenkarte wird dann vom Referat für Klima- und Umweltschutz eine Ersteinschätzung zusammen mit dem Planungsreferat abgegeben, ob dort ein vertiefendes Gutachten notwendig ist. Und diese Kaltluftleitbahnen, von denen jetzt auch häufig die Rede war, die sind ein Ergebnis aus dieser Stadtklimaanalyse, die im gesamten Stadtgebiet eben dort identifiziert wurden. Und immer wenn man in so einem Gebiet ist, ist eigentlich ein Gutachten ja eigentlich verpflichtend, weil diese Kaltluftleitbahnen auch für die gesamte Stadt und für die nähere Umgebung eine wichtige Rolle für die Kaltluftversorgung spielt. Und in dem Fall war eben dann auch schon sehr früh klar, dass wir hier in einem kritischen Bereich sind. Und deswegen wurde auch schon vor der eigentlichen, vor dem Wettbewerb hier eine Untersuchung angestellt, wie breit die Frisch- oder die Kaltluftleitbahn sein muss, damit sie noch ihre Funktion erfüllt. Also die Funktion heißt dann insbesondere das Planungsgebiet und das Planungsumfeld, die dahinterliegenden Wohngebäude und Wohnquartiere mit Frischluft zu versorgen. Dieses Gutachten wird immer mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz abgestimmt, also auch schon die Ausschreibung und das Leistungsverzeichnis. Und wird dann auch, die Ergebnisse werden von uns geprüft und letztlich abgenommen. Und ja, das Ergebnis in diesem Fall war eben, dass wenn ein Korridor von 200 Metern Breite eingehalten werden kann, dass das noch ausreichend ist, um die Kaltluftleitbahn zu erhalten, was jetzt nicht heißen soll, dass die Bebauung keine Einschränkung hat auf die Kaltluftleitbahn. Es gibt Einschränkungen, aber eben die sind bei Einhaltung dieser 200 Meter nicht so gravierend, dass die Funktion der Kaltluftleitbahn nicht mehr vorhanden wäre. Danke für diese Darstellung. Ich möchte dann gerne an Herrn Dr. Fiedl weitergeben, der für das Planungsreferat hinsichtlich Naturschutz und Artenschutz zuständig ist. Auch bezüglich dem Artenschutz sind ja Gutachten aufgestellt worden. Könnten Sie uns da bitte nochmal einen Überblick geben, wer die beauftragt hat und wie diese Gutachten geprüft worden sind? Ja, guten Abend. Vielen Dank, dass ich auch noch was sagen darf. Wir haben mit dem Artenschutz angefangen. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Veranstaltung und kommen wieder darauf zurück. Ich habe jetzt versucht, die Fragen aus dem Chat nachzuvollziehen. Da war jetzt die Frage eigentlich gar nicht da drin. Aber ich kann sie natürlich gerne beantworten. Die Gutachten sind natürlich stets von denjenigen beizubringen, die davon profitieren, also die Investoren in dem Fall. Und was aber der Inhalt der Gutachten ist, bestimmt das Referat für Klima- und Umweltschutz und die untere Naturschutzbehörde beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung.
Also da können Sie sicher sein, dass alles untersucht wird, was in irgendeiner Weise rechtlich relevant ist. Und es wurde auch alles untersucht. Also es gibt einen Baumbestandsplan, eine Baumbestandsbewertung. Es gibt über alle Arten, die entweder planungsrelevant sind, weil sie besonders geschützt sind oder gefährdet und bedroht sind, und über alle Arten, die einen strengen Schutz genießen, einfach Untersuchungen, Vögel, Fledermäuse, ein Teil von den Insekten, was immer Sie da sich vorstellen können. Und wir haben natürlich dankenswerterweise von den Bürgerinnen und Bürgern, die dort tätig sind, auch noch einen Haufen Daten dazu bekommen, weil so ein Gutachten natürlich immer so einen ganz bestimmten Ausschnitt nur abdecken kann. Also wir haben über die Eckgartensiedlung ein sehr umfassendes Bild über den dortigen Tier- und Pflanzenbestand. Da möchte ich gleich mal nachfragen. Hinsichtlich dem Baumschutz wurde angemerkt, dass ja alle Bäume gefällt werden müssen. Jetzt haben Sie vorhin ja einen Plan gezeigt, der einen Teil Fällungen vorsieht und Ersatzpflanzungen. Da möchte ich Sie bitten, dass Sie vielleicht erkennst durch den Herrn Schätzle, darauf eingehen, wie mit dem Baumbestand umgegangen wird. Ich habe es ja schon gesagt, also der Baumbestand wurde erfasst in verschiedenen Schritten. Also es gibt eine Strukturkartierung von 2011 der Gehölzstrukturen, und es wurde 2017 oder 2018, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, nochmal die Einzelbäume erfasst. Und im Wettbewerb wurden alle Wettbewerbsentwürfe auch dahingehend präsentiert und untersucht, wie weit sie in der Lage sind, den Baumbestand zu erhalten. Und der Herr Schätzle hat jetzt vorhin ja schon dargestellt, dass der Siegerentwurf etwa 58% der Bäume, ja, der Bestandsbäume erhalten soll. Ja, ansonsten ist es natürlich üblich in Bebauungsplänen für die öffentlichen und privaten Grundstücke bestimmte Baumneupflanzungen vorzusehen, sodass also die Verluste vermieden werden, indem dass ich also Bäume festsetze als zu erhalten, oder eben dass Verluste ersetzt werden durch Neupflanzungen. Das natürlich in einer Bebauung, die so dicht werden soll wie in der Eckgartensiedlung, das nicht 100% gelingen wird. Das liegt einigermaßen auf der Hand. Ich bitte nur zu bedenken, dass wir ja in dem Bereich, der östlich der Feldbahnstraße liegt und der südlich zum Thema Klima freigehalten werden muss, relativ große Grünflächen haben, die zwar zum Teil auch schon mit Bäumen bestanden sind, aber wo eigentlich auch noch ein großes Potenzial ist, das zu ergänzen. Ich weiß nicht, Robert, danke, Herr Schätzle, hast du noch eine Ergänzung? Es wurde angemerkt im Chat dann auch, es sei Talschlag zu befürchten. Das wird dann natürlich nicht der Fall sein. Dafür sind natürlich wir zuständig von der Grünordnung und von der Schutzbehörde, dass die Bäume, die erhalten werden sollen und festgesetzt werden sollen, diese auch erhalten werden. Die werden geschützt. Der Plan, den man jetzt sieht, ist doch recht realistisch. Das ist vom Landschaftsarchitekten erstellt worden, also wirklich nur Bäume dargestellt, wo wir auch als Fachleute davon ausgehen, dass sie erhalten werden können. Also was besonders positiv natürlich im Eckgarten raussticht, im gleich zu vielen, vielen anderen Projekten jetzt gerade bebaut und entwickelt werden. Wenn es hier wirklich keine Tiefgaragen gibt, dann haben die Bäume in den Höfen natürlich ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist ganz was anderes als andere Bereiche, wo ich dann vielleicht nur 60 Zentimeter, 80 Zentimeter, einen Meter Tiefgaragenüberdeckung habe und die Bäume, ja, mittelfristig, also, sag ich mal, eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten haben. Hier, wenn es dazu kommt, dass wir Quartiersgaragen am Rand haben und der Innenbereich von Tiefgaragen freigehalten werden kann, dann haben wir wirklich die Chance auf sehr, sehr langfristig sehr schönen Baumbestand. Genau, so viel zu meiner Seite zur Festsetzung. Das hast du schon erwähnt. Irgendwie ist wieder festgesetzt, sowohl was gepflanzt werden wird, was auch erhalten werden wird. Ist im Chat noch die Frage gestellt werden, vielleicht ganz kurz zu dem Thema, ja, Kampfmittel, dass das in Konflikt kommen würde mit den Baumbestand, müssen wir natürlich ansprechen, das Thema. Das ist oft ein Problem. Ich würde jetzt gerne verweisen auf den Bebauungsplan Dornier-Gelände im Südwesten von München. Da gab es auch Kampfmittel, umfangreiche Bestände, und da hat man es dann doch geschafft, durch baumschonende Methoden der Sanierung einen Großteil des Baumbestandes zu erhalten. Es gibt solche Fälle und solche. Es gibt solche, wo man wirklich viele Bäume fällen muss. Da steht kein Weg vorbei. Es gibt andere Fälle, auch in den Kasernenflächen, wo wir es wirklich geschafft haben, schöne Baumbestände zu erhalten. Aber das müssen die weiteren Untersuchungen zeigen. Die kommen dann noch. Was ist an Kampfmittel da?
und wie können wir die Bäume erhalten? Welche Methoden gibt es da, den schönen Baumbestand wirklich zu erhalten, trotz Kampfmittelsanierung? Danke Ihnen beiden. Weil wir schon ein bisschen auf das Ende der Veranstaltung zusteuern, zeitlich. Das Thema interessiert sehr des Artenschutzes und des Baumschutzes. Deswegen nochmal die allgemeine Frage, diese Informationen und Gutachten und Planungen, auf die Sie sich beziehen, sind die öffentlich einsehbar und wenn ja, wo? Herr Dr. Fiedl vielleicht zuerst. Ich glaube, das ist die Frage, vielleicht kann das jemand oder Frau Heiß die Frage vielleicht beantworten. Ich hätte jetzt fast gesagt, Frau Berlin könnte die Frage am besten. Ich habe mein Video gerade schon online geschalten und hätte auch gerne was dazu gesagt. Beantworten. Genau. Also Gutachten sind im Planungsreferat tatsächlich einsehbar. Ich möchte explizit dazu sagen, dass Gutachten immer dann einsehbar sind, wenn sie von den Fachdienststellen geprüft sind. Ich habe auch im Chat mitverfolgt, dass unter anderem ja auch die Frage gestellt wurde, schaut sich diese Gutachten überhaupt jemand von der Fachdienststelle an? Ja, das ist so. Wir prüfen da ganz ausführlich. Und da schaut auch nicht nur einer drauf, da schauen mehrere drauf. Und wenn wir beispielsweise feststellen, dass da bestimmte Dinge noch nicht abschließend untersucht sind, dann bohren wir da auch wirklich nach. Also Gutachten werden fortgeschrieben, werden ergänzt. Und wenn ein solches Gutachten tatsächlich freigegeben ist von der Fachdienststelle, dann ist das auch einsehbar. Momentan haben wir zahlreiche Gutachten aus dem Stand Strukturkonzept, also sprich aus dem Jahr 2019. Die Zwischenstände dort, die sind einsehbar, die sind auch herausgabefähig. Da können Sie sich an die von Frau Heiß genannten Kontaktadressen wenden. Und dann werden wir die Ihnen auch zur Verfügung stellen. Möchte aber betonen, diese Gutachten werden ständig fortgeschrieben und wir sind jetzt in einem Planungsstand nach Wettbewerb. Das heißt, zahlreiche Gutachten werden auch jetzt halt angepasst. Also das gilt für alle Gutachten, Klimagutachten, Verkehrsgutachten. Es gibt aber bestimmte Gutachten, die eben jetzt schon herausgabefähig sind. Danke Ihnen, Frau Wilden. Wir gehen aufs Ende der Veranstaltung zu und ich wurde auch gebeten, dass wir dieses Ende der Veranstaltung halten. Ich denke, es gibt einige Fragen, auf die man tiefer eingehen wird müssen im weiteren Planungsverlauf. Wir können heute unmöglich alle Fragen beantworten. Ich möchte jetzt aber kurz meine Co-Moderatorin Antonia Bourgeot fragen. Könntest du uns vielleicht ein kurzes Stimmungsbild aus dem Chat geben? Was waren noch Themen, die heiß verhandelt wurden und wo besteht jetzt vielleicht noch Richtung Ende der Veranstaltung die Notwendigkeit, dass wir das auf jeden Fall noch heute beantworten? Danke, Andreas. Ja, die Stimmung ist tatsächlich sehr heiß im Chat und es kommen wirklich ganz, ganz viele Fragen und ich sehe, in dieser Zeit können nicht alle beantwortet werden und ich glaube, da ist ganz großer Bedarf noch, das dann nach der Veranstaltung auch weiter zu bearbeiten. Einige Fragen, die jetzt noch nicht so unterkamen, war zum Thema soziale Infrastruktur, also was ist mit Schulen, mit weiterführenden Schulen in dem Gebiet, aber auch Versorgung, wie kann man dort zum Beispiel einkaufen gehen in Zukunft? Danke dir. Dann würde ich vorschlagen, Frau Heiß, dass Sie uns diese Fragen nach der sozialen Infrastruktur, nach der weiterführenden Schule, nach dem Nahversorger noch beantworten und vielleicht möchte ich noch eine Frage anschließen zur Kaltluftleitbahn. Da gibt es ja auch eine Sporthalle, die in dieser Kaltluftleitbahn liegt. Wie wird mit der umgegangen? So, das wären vielleicht die letzten thematischen Fragen, bevor wir in den Abschluss der Veranstaltung gehen. Ja, dann versuche ich auf das Thema der Schulen einzugehen. Also im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird der ursächliche Bedarf für die Grundschulen sozusagen im Umgriff nachgewiesen. Das heißt, ursächlich im Sinne ausgelöst durch das Vorhaben, durch die konkrete Bebauung, werden eben die Grundschulen im Quartier nachgewiesen, die weiterführen. Und Schulen sind in dem Sinn nicht ursächlich und auch daher eben nicht im Umgriff nachzuweisen. Die befinden sich regelmäßig in weiterer Entfernung, weil es sich ja auch um ältere Kinder handelt, die dann auch schon selbstständig einfach einen weiteren Schulweg zurücklegen können. Das zu der einen Frage, also wo jetzt die konkreten weiterführenden Schulen, Realschulen und Gymnasien und so weiter sind, das würde ich gern mitnehmen und dann schriftlich beantworten. Aber zu der Frage des Nahversorgers und der Dienstleistungs- und weiteren Angebote ist es so,
dass wir im Rahmen des Bebauungsplanungsverfahrens Möglichkeitsräume schaffen, sage ich jetzt mal, also Möglichkeiten schaffen, vorzugsweise in den Erdgeschosszonen eben Räume sozusagen oder Flächen ermöglichen, wo eine Nahversorgungsnutzung stattfinden kann. Also sei es ein Discounter, sei es ein Supermarkt, seien es darüber hinaus gehende Dienstleistungseinrichtungen, auch kleinerer Art. Wir können dazu die Möglichkeiten schaffen im Rahmen des Bebauungsplans und im Rahmen der Festsetzungen. Wir können tatsächlich aber nicht sozusagen die Umsetzung, die aktive Umsetzung einfordern. Das ist ein Thema, was natürlich auch der Markt regelt. Also die konkrete Nachfrage, die aber durch so eine Bebauung in dieser Größenordnung auch da sein sollte. Dann hätte ich noch die letzte Frage nach der Turnhalle. Und Frau Steger, Sie möchten gerne ergänzen. Ich hätte kurz ergänzt. Also wir haben ja vorher gesagt, das soll ja ein Quartier der kurzen Wege werden. Das heißt, dass natürlich die Nahversorgung eine große Rolle dort spielt. Wir gehen auch davon aus, dass dort ein Nahversorger sich natürlich ansiedelt. Das ist üblicherweise in allen Quartieren, die wir derzeit entstehen lassen, beplanen, so der Fall, dass dann auch der entsprechende Einzelhandel eben situiert wird. Wir haben die Möglichkeit, per Festsetzung zu steuern. Das heißt, dass wir in solchen Bereichen dann eben auch Wohnnutzung ausschließen. Das werden wir hier natürlich auch tun. Und insofern steuernd, was die Nicht-Wohnnutzung betrifft, eingreifen. Hier ist auch von Seiten der Projektentwickler bekundet, dass sogar die Erdgeschosse relativ, ich sage jetzt mal überwiegend, mit Nicht-Wohnnutzung gefüllt werden sollen, damit sich urbanes Leben, Quartiersleben entwickelt. Und soweit wir das per Festsetzung steuern können, werden wir dem auch nachkommen. Aber ich gehe auch davon aus, da wir hier ja so einen hohen Anteil an genossenschaftlichem Wohnungsbau haben werden und die Genossenschaften für derartige Nutzungen ja, ich sage jetzt mal, ein Faible haben, sind wir ziemlich sicher, dass sich hier auch eine sehr differenzierte, sozusagen kleinteilige urbane Nutzungsmischung ansiedeln wird. Da ist es eigentlich, da ist das Quartier im Grunde prädestiniert dafür und soll ja auch Verkehr vermieden werden. Insofern geht es Hand in Hand. Ich wollte nur eins, weil ich mir auch den Chat immer wieder mal anschaue, ansprechen. Es ist um die Architektur heute wenig gegangen. Ich habe eine Anmerkung entnommen, die möchte ich mal aufgreifen, nämlich das Thema, das wird hier wieder mal, ich glaube, so ähnlich eine Betonwüste wie überall in München. Ich gehe nicht davon aus, dass es so sein wird. Vor allem werden wir versuchen, und da werden wir also sehr genau hinschauen, Wärmedämmverbundsysteme dort nicht zu haben, sondern monolithische Bauweise oder aber zum Beispiel Holzhybridbauweise. Über diese Frage ist nicht abschließend entschieden, aber es muss natürlich auch ein Standard gebaut werden, der einmal eben vom CO2-Footprint der Baustoffe her zu einem energetischen Modellvorhaben passt und B dann natürlich auch von der optischen Wirkung her sich anders präsentiert als eine Steinwüste. Dafür werden wir Sorge tragen. Wir werden auch hier ein Gestaltungsleitfaden wie überall in den Quartieren auflegen mit dem besonderen Fokus auf auch, ich sage jetzt mal, Baustoffe, die eben auch nachhaltig in diesen Nachhaltigkeitskanon eben passen. Danke Ihnen, Frau Steger. Wir gehen auf 21 Uhr zu, zumindest das Ende der Veranstaltung. Wir können heute leider nicht alle Fragen beantworten, aber wie gesagt wurde, die werden mitgenommen in diesem förmlichen Verfahren und im weiteren Verfahren durch das Referat für Stadtplanung und Bauordnung, aber auch durch die beiden anderen Referate, die heute anwesend sind, geprüft. Ich gehe davon aus, dass die Diskussion im Stadtrat, wenn sie denn geführt wird und auch im Bezirksausschuss, sicherlich genauso kontrovers ist und von verschiedenen und von kritischen Meinungen geprägt, wie wir das heute im Chat gesehen haben. Ich denke, wir hätten uns über manche Argumente sicherlich besser persönlich
in einem Raum, wahrscheinlich in einem sehr, sehr großen Raum treffen können. Ich hoffe, Sie konnten auch in diesem digitalen Format etwas mitnehmen und Sie fanden diese heutige Veranstaltung nützlich. Ich denke, es hat hoffentlich dazu beigetragen, dass man ein bisschen mehr Informationen hat und dass auch die Vielfalt an Meinungen und die Vielzahl an kritischen Meinungen, die wurde publik, das ist öffentlich, das sieht man. Das unterscheidet, denke ich, die Veranstaltung von einer Werbeveranstaltung, bei der nicht keine kritischen Meinungen sichtbar sind. Insofern konnten Sie, liebe Bürgerinnen, heute, denke ich, nicht persönlich Ihre Meinungen zum Ausdruck bringen. Aber ich denke, es wird sehr deutlich und es ist auch protokolliert schriftlich, dass es ein sehr kontroverses und sehr kritisches Meinungsbild zu diesen Planungen gibt. Und dann möchte ich mich jetzt an der Stelle von Seiten der Moderation bedanken. Danke für das Vertrauen, dass wir heute das moderieren durften. Und ich darf jetzt zuerst an Frau Steger nochmal für ein Schlusswort geben als Gastgeberin und Verfahrensherrin über diese heutige Veranstaltung seitens des Planungsreferats. Und anschließend wird Herr Dr. Großmann, Vorsitzender des Bezirksausschusses Feldmochen-Hafenbergl, noch letzte Worte an Sie richten. Frau Steger. Ja, vielen Dank. Also erstmal auch vielen Dank von meiner Seite für die rege Beteiligung. Sie können sicher sein, dass wir hier diese Veranstaltung nicht missverstanden haben oder missverstehen, sondern wir können natürlich sehr genau sehen, wie kritisch diese Anmerkungen zum Teil waren. Ich würde sagen, die kritischen Anmerkungen haben überwogen. Ich konnte noch nicht alles jetzt sichten, aber es ist ein sehr, ja, also ich würde sagen, schon überwiegend kritischer Blick auf die Planung, die uns ja schon seit langem so auch verfolgt. Also die ich sage jetzt mal, die öffentliche Meinung ist durchaus noch nicht gewonnen für die Planung. Ich hoffe natürlich, dass wir im Weiteren viele, sage jetzt mal, kritische Anmerkungen vielleicht auch drehen können, vielleicht auch ins Positive wenden können. Das wird man dann sehen. Auf jeden Fall, es geht nichts verloren von dem, was hier heute eingebracht wurde. Und wir werden diesen öffentlichen Dialog natürlich fortsetzen, in geeigneter Weise fortsetzen, auf auch einer stärker dann konkretisierten Planung uns weiter eben über die Punkte unterhalten und Ihre Belange auch in die Abwägungsentscheidung mit einstellen. Herzlichen Dank nochmal für die Beteiligung, auch in so einem Format. Ja, also aber wichtig ist ja, dass alle Anregungen aufgenommen werden und nichts verloren geht. Vielen Dank von meiner Seite. Herr Dr. Großmann, das Wort gehört gerne Ihnen. Genau. Auch ich möchte mich bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr herzlich für die rege Teilnahme bedanken. Ich halte es für ganz wichtig, dass Sie zu Wort kommen, dass Sie Ihre Meinung einbringen können, Ihre Anregungen einbringen können. Der Bezirksausschuss wird sich sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch öfter mit diesen Planungen zu beschäftigen haben. Und ich kann alle nur anregen oder auch auffordern, sich auch an uns zu wenden. Und wir werden dann auch Ihre Vorstellungen an den Stadtrat weiterleiten. Also das kann ich Ihnen versprechen und wir werden uns ganz sicher auch für Ihre Belange und alles, was hier heute vorgebracht wurde, einsetzen. Nochmal herzlichen Dank und weiterhin eine gute Zusammenarbeit.